verantwortlich. Ist so. Oder du kennst auch diesen Vier-Tage-Krieg von damals in den Ja. 90ern. Guck Ja. mal, alle waren gegen Israel, haben die angegriffen, aber die haben gewonnen nach 4 Tagen oder so. Ja. Oder 7 Tagen, ich weiß nicht mehr genau, aber richtig krass. Ja, weil Israel das auserwählte Volk Gottes ist und der Herr Jesus wird auch wiederkommen. Der Herr Jesus Christus wird am Ende der Zeit wiederkommen. Und es wird auch ein dritter Weltkrieg ausbrechen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann, aber es wird ein dritter Weltkrieg ausbrechen. Und am Ende wird Israel gerettet werden von den Herrn Jesus Christus höchstpersönlich. So. Und da könnt ihr auch die ganze Zeit sagen, Free Palästina und der Herr Jesus Christus, das Land hier gehört den Juden. Punkt, fertig, aus. So. So, Leute, teilt bitte einmal alle nochmal bitte den Stream, alle liken und alle teilen. So. Ich habe das auch gesehen, die Videos, wo so Palästina sich freuen, dass die Hamas Raketen rüberschießen. Die haben sich ultra gefreut, dass unschuldige Menschen TikTok-sportlich sterben. Also wie kann man sich darüber freuen? Da sieht man, was für eine Gesinnung dahinter steckt. So an die ganzen Palästina, das ist nicht euer Land. Das gehört den Israeliten, das gehört den Juden. So. Jetzt will dieser Abdi hoch und ich weiß ganz genau, dass dieser Abdi jetzt wieder ein Blödsinn erzählen wird, aber erstmal hole ich den hier hoch. Oh nein, sag nicht, das ist der mit dieser Ein-Auge-Geste und der sagt, die Erde ist flach. Ja, Ja. bitte lass den nicht hoch. So, Abdi, was willst du diesmal machen? Warum sagst du, ich sehe das Scheiße? Sag mir erstmal, warum sagst du diese Scheiße jetzt auf einmal? Warum? Abdi, lass doch die Erde in Ruhe, Dann du Astronaut. lass du Jesus in Ruhe. Lass Jesus in Ruhe. Abdi, Lass Jesus in Ruhe. lass die Erde in Ruhe, du Lass du Astronaut. Jesus in Ruhe. Was für Palästina, was für Dings. Lass Jesus in Ruhe. Jesus. Guck mal, Leute, guck mal sein Profilbild an. Hier, Ein-Auge-Geste. Warum machst du Lass. Ein-Auge-Geste? Jesus ist nicht Bist über du Wasser Pirat gelaufen. geworden, Abdi? Jesus ist nicht Abdi, über. bist du Pirat geworden? Jesus ist nicht über Wasser gelaufen, über Wasser geschwommen, mein Freund. Hör auf zu lügen. Nein, du hast Wasser gegangen. Nee, ist nicht gegangen. Was willst du mit Palästina Doch, jetzt? Was willst du mit doch. Palästina? Abdi, was ist jetzt dein Problem? Mein Problem ist, du verbreitest jetzt irgendwie Lügen jetzt. Nein, du verbreitest irgendeinen Müll und sagst, dass hinter der Erde, dass die Erde unendlich ist, dass hinter den Eisschichten Riesen leben und so. Abdi, du darfst nicht zu viel Verschwörungstheorien gucken. Das macht dein Gehirn Matschi-Matschi. Und du komm zum Gott zurück, mein Freund. Komm zu Gott. Nein, dein Gott ist ja Luzifer. Komm zu Gott zurück, du unnötiger Sauerstoffverbraucher. Komm zu Nein, Gott zurück. Abdi, ich muss viel Sauerstoff. Ich brauche viel Sauerstoff. Komm zu Gott zurück, mein Freund. Komm zu die Illuminatis. Habt ihr gehört, Leute? Kommt zu Illuminatis. Hier haben wir den. Habt ihr gehört? Ja, und Palästina werden siegen, glaube ich, oder? Was denkst du, mein Nein, Freund? der. Nein. Ehrlich, Der ehrlich nicht. jetzt. Ehrlich, was denkst du? Ja, wir werden ja sehen. Wir werden sehen. Leute, hört bitte auf, den Stream zu melden. Ey, was ist deine Meinung jetzt? Wird Israel siegen oder Palästina? Bitte. Ich will hören von deinen Augen jetzt. Von deinen Augen, ich will hören. Sag mal. Von deiner Augen, ich will hören. Von deine Augen, ich will hören. Von deinen Ohren, ich will hören. Abdi. Sag mal jetzt bitte. Sag mal jetzt bitte. Was denkst du? Wer wird Das es werden gewinnen? wir sehen am Ende der Zeit. Lass dich überraschen. Lass Darf dich ich mal überraschen. dazu was? Keiner von beiden wird gewinnen. Es Scheint, wird Ersterben von beiden Seiten kompletten Welt. den der Antichrist fällen wird und dann spricht, wird das letzte Wort gesprochen. Keiner von beiden wird gewinnen. Es wird immer Krieg bleiben, mein Freund. Auch wenn die gewinnen, Palästina zum Beispiel, mein Freund. Auch wenn gewinnen. Aber ich habe nichts gegen Palästina und Juden. Krieg ist nicht meine Thematik. Aber wenn jetzt, Beispiel jetzt, wenn es Palästina gewinnen würde, aber trotzdem wird dieses Land immer mit Befeuerung gehen. Also immer noch Krieg geben. Immer. Wird immer Krieg geben. Obwohl Juden auch nicht unschuldig sind, Leute. Die haben auch viel Scheiße gemacht. Ja, zwischen Juden.
Ja, die haben auch Palästina vertrieben, mein Freund. Du musst auch ein bisschen gucken. Die haben auch Palästina Ja, die vertrieben. zionistischen Juden, die haben auch den Ersten Weltkrieg in Deutschland angefangen. Trotzdem kann ich sie jetzt nicht alle verfluchen. Ja, ich sage ja nicht alle. Ich meine, es gibt von jeder Sorte Idiot. Guck mal, zum Beispiel Dennis hier, der ist ein Evangelist. Von allen Evangelisten ist er der Verrückteste, zum Beispiel. Aber hier ist schon klar, warum alle Muslime und alle anderen hier in Deutschland sind. Ist dir das Leute, schon bitte klar? tippen und teilen. Hier ist Stream das schon teilen klar. an alle 200 Zuschauer, alle teilen, liken, bitte Leute, und folgen. Zum Folgen. Beispiel, zum Nicht Beispiel, den wenn du. Assi folgen, nur mir folgen. Das Und ist nicht Tatsache. den Einäugigen folgen, nur mir Halt folgen. deine Dankeschön. Mundi, du Hallo, Satanisti. Halt deine Mundi, halt deine Mundi, Abdi. halt deine Mundi, du ohne Giga Sauerstoff. Kannst Halt du deine bitte Mundi, ich dich habe gesagt. beruhigen? Halt deine Mundi, ich Ansonsten will holst du wieder versagen. in deinen Astronautenanzug Halt wieder rein. deine Mundi, du Mosch der Gen Jesus. Halt deine Abdi, Mundi. hör mal kurz zu, bitte. Dir Ja, ist der schon holt nichts auf. klar, warum wir alle in Deutschland sind. Das ist auch ein Plan vom Bösen, dass wir Christen und ihr. Dass wir uns gegenseitig kaputt machen, weil Deutschland steht nämlich auch unter Gottes Wort. Das wisst ihr aber nicht, ne? Man sagt ja auch, wenn Preußen wieder aufersteht, das steht sogar in der Prophezeiung, dass der Papst wieder den preußischen König wieder auferstehen lässt, der jetzt an die Macht kommen würde, dass dann der Frieden zurückkehrt. Aber das steht nicht bei euch, da beim Islam, ne? Dann lesen du bestimmt Bildzeitung. Du hast keine richtige Bücher gelesen, mein Freund. Enden wird ja alles in Deutschland. Das sieht man ja auch. Alle Ja, du wirst Religionen bestimmt sind das Zeitung. mittlerweile Kennst du das hier in diesem Zeitung? Land. Das Zeitung dieser Welt. Kennst du das Zeitung? Das Welt. Weißt du, was die Zionisten daraus machen wollen? Die wollen die Deutschen wie euch umbringen. Das steckt dahinter. Wenn Deutschland nicht, Wahnsinn. warte mal, wenn Deutschland nicht aufsteht, und sich nicht zu Preußen bekennt, dann werden wir, so wie ihr, hier in Deutschland sterben. Alle zusammen. Gottes Segen, Ja, ihr dann Lieben. würde ich sagen, das ist Ja, das ist der schön, dass ihr das Plan Kind hinter dem mitgibt. Teufel. Aber der wird nicht dahinter kommen. Das wird rechtzeitig laut mehrere Prophezeiungen, nicht Au, die du für redest den mit diesem Papst Null. steht, Komm zu nicht die für den Illuminati. Papst steht, den auch andere Warte gemacht mal ganz haben. kurz. Warum die ganze Zeit kommt zu Illuminati? Was soll Komm ich da? einfach zu, ne? Deine Freund, der redet viel über. Deine Waldrituale will ich Bitte aber nicht mit machen. Respekt. Ja, Respekt, bitte. und ich mache mit Respekt. David, ich Mach mache du mit mal David Respekt vor. und sei nicht so frech. Du Jesus, bist sehr warte mal frech. ganz kurz, Schwester, warte doch mal ganz kurz. Hey, Oma, bitte sei ruhig jetzt, bitte, Oma. Hey, Immer ruhig. mach Du, mal Junge, bitte, auf, warte mein mal ganz kurz, Kind. Schwester, sei doch mal Oma, bitte bitte eins sei ganz ruhig, kurz. Oma, bitte, Oma, sei Nein, ruhig, bitte, halt mal deine Mundi, nicht bitte, halt mal Oma, deine Mundi. nicht Oma, sonst muss ich dich rausschmeißen. Okay, was wolltest du sagen? Nein, nicht Oma sagen, bitte, ja? Ja, du Bitte hab hast mal Schwester auch mehr gesagt, aber ist sie Respekt meine vor einer Schwester. Schwester, ja? Okay. Kannst du nicht einfach Oma sagen? Okay, Tante, ist egal jetzt. Ja, bitte ein bisschen mehr Respekt hier, ja? Muss Ja, was sein. habe ich gesagt? Ich habe nichts zu dieser Frau gesagt. Sag Diese Frau kommt Oma rein, zu dieser beleidige mich. Frau, was ist absolut respektlos? Ja, aber Sie kommen rein, Absolut sagen zu mir, ich bin respektlos. Respekt, was respektlos. Ich habe nichts gemacht. Was wollen wir, Warte was soll denn ganz das kurz, Frau von eine mir? Minute. Ganz ehrlich, hey, Jesus, Frau, was wollen Sie von mir? Von dir will keiner was. Ja, aber du kommst hier rein, du sagst zu mir, ich bin verrückt. Ja, weil du so Verrückt oder was? respektlos Was ist über unserem verrückt? Ich habe Bruder gar nichts herziehst. gesagt. Du verbrauchst viel Doch, unnötig. ich Du hab das doch verbrauchst gehört. viel unnötig Sauerstoff. Ganz ehrlich, Nee, ich brauche keinen Sauerstoff, aber du du verbrauchst doch. viel Sauerstoff. Natürlich, Du auch, du auch. weil du bist ja ein Illuminati. Du bist ein Ja, Teufelsanbeter. hören auf, Satanist, ja. hören auf, Doch. Lügen zu verbreiten. Hören auf, Liebst du Propaganda Jesus zu verbreiten. Christus? Ganz Liebst genau, du meine Jesus? Freundin. Da höre doch auf, mit An was Propaganda zu glaubst du verbreiten. Ganz denn? ehrlich, hör auf, Ach, Lügen zu ja. verbreiten. Ich bin jetzt dran. Ja, natürlich. Bitte, Der Herr aufhören. segne dich. Der Herr segne dich. Wir müssen Gott aufwachen, segne dich aufwachen. und schenke dir voll ein. Gott Liebe segne soll dich, er komm dir zu Gott zurück. einschenken. Bitte komm Der zu Gott Heilige zurück. Geist Gottes, Komm mehr bitte zu Gott geehrtes zurück. Gefühl. Bitte komm zu Gott zurück. Bitte komm du zu Gott Ich zurück. bin bei Bitte. Gott. Nee, du Ich bist habe nicht ja bei meine Gott. Geist in mir, ja? Nee, du Das bist bei habe ich Gott. schon Du mal bist in, erklärt. Die du bist ist bei ja bei meinem Gott. wahren Nein, die ist nicht bei Gott. Die ist bei TikTok. Doch. Nein, Nee, sie ist ich bei bin bei Gott. Gott. Ich bin eine wahre Christin, Du ja? bist bei TikTok. Hör auf zu lügen jetzt. Ich bin nicht bei TikTok. Ich lüge nicht. Ich lüge nicht für dich. Wer bist du? Guck mal an, wie Sollte du. ich für dich lügen, mich versündigen? Für dich? Niemals. Im ganzen Leben. Gott segne dich. Der Herr erfülle dich und schenke Möge dir den wahren Glauben, damit du erkennst, wer dein Gott ist, dein die wahrer Gott. Illuminaten dich recht leiten. Nein, nein, Mögen, ein hört mal, warte König mal, hört mal, bin was Gott er nicht. sagt. Mögen die Illuminati recht leiten. Ja, arme Seele, ne?
Abdi, arme Seele, hast Bruder. Du da getan, Abdi? Hast du deine Seele verkauft, damit du eine Dönerbude aufbauen kannst? Was hast du da gemacht? Ich brauche keine Dönerbude. Hast du deine Seele verkauft, damit du so einen Astronautenanzug bekommst? Was hast du da gemacht, Abdi? Habt ihr die Geschichte von den Polen gehört, der als Kind von einem Satanist berührt wurde und beflüstert wurde? Der fand sich als Erwachsener in einer Diskothek wieder und hat dort immer für denen richtig gute Videos und so gemacht, aber hat nicht gewusst, für wen er arbeitet. Ihm ist es immer mehr klar geworden am Ende. Bitte alle tippen. Und wo ihm das dann klar wurde, hat er, wo der Typ, der Satanistenanführer, ihm gezeigt hat, wie sie die Leute in der Disco steuern und so, und er das nachmachen sollte, ist er auf Knien gefallen und hat Gott angerufen. Und dann kam der Gabriel und hat ihn da rausgeführt aus die Hölle. Welcher Gabriel? Das Video könnt ihr sogar, ich rede nicht mit dir, ich rede hier mit denen, der den Scream leitet. Ja, aber ich wollte trotzdem fragen. Ich habe noch eine Frage. Ich bin Gast. Ich habe eine Frage. Wer ist Gabriel? Welcher Gabriel? Na, der Engel Gabriel. Und der hat ihn da rausgeführt. Welcher Engel kommt auf das Event zurück? Warum lass den Bruder hier zu Wort kommen? Ich gehe raus. Hallo. Ich muss rausgehen. Ja, mach das. So, und dieses Video könnt ihr bei YouTube nachgucken. Da spricht der Pole über seine Geschichte, was er von Kind an erlebt hat und wie er aus die Hölle des Satanisten rauskam. Kann ich ganz kurz was zum Thema sagen? Ja. Ich habe bei mir zu Hause eine Bibel, also eine christliche Bibel. Ich bin selber Christ. Und hinten gibt es eine Landkarte. Und ich möchte auch nicht unverschämt klingen oder so, aber hinten steht Palästina drauf geschrieben. Also dazu hätte ich halt gerne Frage, oder wenn mir das jemand erklären könnte. So, wisst ihr, was ich meine? Naja, ich kenne so eine Bibel mit dieser Karte nicht, ne? Muss da halt die fragen, die sich also ein bisschen besser auskennen. Also ich könnte euch halt vielleicht ganz kurz die Kamera anmachen. Ich habe eine Bibel mit Karte, aber da steht nicht nur von diesem Land drauf, da stehen verschiedene Länder. Und vor allen Dingen diese Länder, wo Jesus gewesen war, auch bis zum Schwarzen Meer halt. Türkische Grenze und so weiter. Meine Bibel hat es komplett, nicht nur ein Teil. Ja? Von daher kann ich dir sagen, dass das in der Bibel besteht, natürlich, weil diese Länder heilige Länder sein sollen, ja, laut der Bibel. Kann ich noch was kurz sagen? Das sind diese Länder, wo die Apostel Gottes, ne? Also die Jünger Gottes, sind in diese Ländern gereist und haben ganz einfach Gottes Wort verkündet. Also die sind wirklich weiter weggefahren. Manchmal sogar über 40 Jahre lang sind die gereist, ne? Mit ihren Booten und so weiter. Und haben auch zu Fuß einiges hinter sich gelegt und Gottes Wort ganz einfach verkündet. Aber und da stehen diese Länder drauf, ja. Aber ich habe noch eine Frage. 1945 ist doch der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen, stimmt's? Ja. 1944 sind viele, viele Europäer, also zum Beispiel jetzt in die syrische Stadt Aleppo geflüchtet. Aber was ich eigentlich sagen möchte ist, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, haben doch die europäischen Länder damals gesagt, oder den Israeliten damals, also den Juden, damals gesagt, hier bitte, das ist euer Land. Oder? Stimmt doch, die haben doch denen das Land gegeben. Das war doch schon mal so. Was wiederum heißt, nein, ich mache erst aus, was wiederum heißt, dass davor Palästina war. Also heißt, Jesus war ja Palästina. Sprich, er war ein Araber. Nein, kann man ja so sagen. Er war kein Palästina und auch kein Araber. Doch. Jesus Christus, nein. Wenn man die Geschichte zurückverfolgt, dann hat Jesus man dieses Land Israel gegeben, was wiederum heißt, dass es davor kein Israel gab und zweitens, dass es erst Palästina war. Drittens, wenn der Krieg nie gewesen wäre, dann würden die Juden immer noch in Deutschland friedlich miteinander zusammenleben mit den Deutschen. Konnten sie ja gar nicht mit Deutschen zusammenleben, weil Hitler ja die Juden getötet hat, genau. Und nicht nur die Juden, da waren auch Polen darunter, da waren Zigeuner darunter, da war komplett alles gemischt.
ganz kurz mal, um den Zweiten Weltkrieg zu verstehen, muss man erst den Ersten verstehen. Da gibt es auch genügend Beweise im Internet, die man lesen kann, wie es überhaupt angefangen hat. Denn da gab es einen Vertrag zwischen England und den Zionisten. Um dieses Land dann nämlich Palästina zurückzubekommen, haben sie einen Pakt geschlossen, Deutschland in den Ersten Weltkrieg reinzuziehen. Das ist die Wahrheit. Mhm. Und Hitler leider hat den Fehler gemacht, was heute viele machen. Er hat alle Juden dafür die Schuld gegeben. Nicht nur alle Juden, es waren auch anderweitige, ne? Also was nicht deutsch war. Aber man hat auch ein paar Sachen verschlimmert, ne? Also den Holocaust gab's, den würde ich niemals bestreiten, aber wie es passiert ist und was man Hitler für Worte im Mund gelegt hat, da gibt's noch andere Sachen, die man nicht so weiß. Da möchte ich aber jetzt auch nochmal dich korrigieren, Bruder, weil es ist so, dass Hitler war eine Bestie, ne? Ja, natürlich, das wissen nicht, wir. Da gibt es nichts. Das war nicht mehr menschlich, sowas, ja? Nee. Aber das eine widerspricht sich jetzt mit dem anderen. Also, was gewesen war, konnte auch niemand verhindern. Und genau. Was aber jetzt die Nummer zwei, da steht nämlich nur Arab. Also, bist du der Arab, wo jetzt da mit dieser Landkarte in der Bibel angefangen hat, ne? Ich kann nur dir sagen, dass mal, Jesus Christus. Gute Frau. Jesus, gute Frau. Lass mal gerade sagen, ich habe noch nicht zu Ende gesprochen, bitte. Entschuldigung, okay? Entschuldigung. Danke. Jesus Christus, ne, ist ein Nazarener. Ja? Erstens mal, er wurde in Bethlehem geboren. Ja, sorry, das wissen ja viele nicht, ne? Und ich möchte jetzt wiederum sagen, es ist König der Juden. Okay? König der Juden. Der Nazarener, haben sie auch immer gesagt, ne? So, und wir wissen, dass Israel ein heiliges Land ist. Also jeder Bibelleser, jeder freudige Bibelleser, ja, erkennt schon im Alten Testament, dass Gott für dieses Land ist. Ganz einfach. Und ich kann es immer wieder nur sagen, egal, ob jetzt da Palästina oder Juden oder Islamisten oder Buddhisten, ne? Egal, wer jetzt da in dieses Land gerade lebt oder Familie, Verwandte hat. Es ist nur traurig, dass viele sagen, das ist gut so, endlich, Israel soll untergehen. Und die reiben sich so regelrecht in die Hände und feiern das Ganze noch hier bei uns in Deutschland. Ja, ich habe da in die Nachrichten gesehen, da wurde vor einer Dönerbude, ja, diesen ganzen Anschlag, also ich sag mal Anschlag, dieser ganze Krieg wurde dort noch gefeiert und wir nehmen uns den Sieg und wir sind diejenigen und wir, ne? Nee, so funktioniert das nämlich nicht, ne? Das ist schon immer so eine Frage. Es ist eine Schande für alle Gläubigen, egal ob ihr steht die deutsche Politik hinter Israel, ja, obwohl im eigenen Land die Juden, Christen und Muslime einsperren, schlagen, foltern, bespucken, runtermachen. Das ist die Christenverfolgung. Ja? Verstehst du nicht, was wir meinen? Wir stehen nicht hinter irgendjemandem, wir stehen hinter Gottes Wort. Lass doch mal den Bruder gerade ausreden, Andy. Ja. Da war noch nicht zu Ende. Danke. Ja, Arab, erklär. Hallo? Arab? Ja, ich höre zu. Ja, rede aus. Ich wollte auch hören, wie du das so siehst. Also ich finde es echt komisch. Also ich meine, die deutsche Politik oder beziehungsweise viele, viele europäische Länder oder auch Amerika stehen ja hinter Israel. Aber im eigenen Land werden ja Christen, Orthodox, Muslime eingesperrt, runtergemacht, bespuckt, gefoltert, geschlagen, provoziert. Und das ist wie, ich habe ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein niegelnagelneues Handy oder Auto. Und jetzt kommt einer zu Ihnen und sagt, ja, das ist jetzt meins. Und so geht es den Palästinern leider. Und die kommen, nehmen das Land ein und die Palästiner versuchen einfach nur ihr Land wieder zurückzubekommen. Mhm. Und das ist es. Ich verstehe das nicht. Aber schau mal, da gibt es gar nichts zu verstehen oder zu begreifen, weil Israel ist ein Land für sich, das gehört keiner Palästina. Ne? Da waren schon ewig Christen in diesem Land. Ne?
schon ewig, seit Jahrzehnten. Also das kann ich dir sagen. Schau mal, Moses, ne? Aus dem Alten Testament, da hat das Volk wieder dahin geführt. Von Ägypten. 40 lange Jahre. Nicht ganz. Bitte? Nicht ganz. Doch, doch. Die Bibel schreibt es so. Und wenn ich die Bibel lese, dann muss ich an dem glauben, weil meine Bibel lebendig ist. Vielleicht hast du eine andere Bibel. Ich weiß ja nicht. Nein, ich habe genau dieselbe Bibel. Ich war auf einer christlichen Privatschule. Ja, ich war auch in der Bibelschule. Mein Vater war Pastor, ne, also freichristlicher Pastor. Und von daher weiß ich ganz genau einiges darüber. Also ich kann dir jede Bibelstelle aufschlagen und ich kann dir auch garantieren, dass unsere Menschheit damals schon in ägyptischer Gefangenschaft waren. Die waren versklavt, weil sie Christen waren. Genau, da haben Sie recht. Na? Weil sie Christen waren. Und damals schon wie heute, ja, wird unser Glaube so verhasst. So verhasst. Und das ist das, was ich in der heutigen Zeit nicht verstehen kann. Jesus wird so lächerlich gemacht, ne? In diese Livestreams, was hier unter TikTok oder anderweitig vorsehen. Des Übelsten reden die Jesus so schlecht und es wird immer so schlecht geredet und die machen sich ihre Witze darüber, ja. Und es tut einem Christen mehr wie weh. Das kann ich dir nur sagen, ja. Aber es dauert nicht mehr lange. Es dauert nicht mehr lange und Jesus kommt. Er kommt. Also ich glaube Ihnen schon, dass Sie die ganze Bibel auswendig kennen. Das glaube ich Ihnen schon. Und ja, aber du musst aber die Bibel leben. Weil Christ sein, das kann jeder. Verstehst du? Nein. Du kannst Namen. Wissen Sie, was interessant ist, was in der Bibel steht? Sonntagschristen, ja, wo in die Gemeinde gehen. Ja, also Christsein ist nicht gleich Christsein. Du musst auch das Christsein leben. Leben danach, wie Gott es sagt, wie Gott es gefällt. Das ist die Wörter hier nehmen. Leute, bitte, wartet mal. Ey Leute, an die ganzen Moderator, bitte stummt diese ganzen Leute, die nur am Beleidigen sind. Einfach nur stumme. Ja. Nicht sperren, aber stumm einfach. Soll sie daher reichlich segnen. Wir sollen für solche beten. Sie haben zwar recht und ich verstehe Ihre Seite, also selbstverständlich. Aber darf ich Ihnen was sagen? Weil ich musste in meiner Schule die Bibel komplett durchlesen. Okay. Und es steht in der Bibel geschrieben, dass Gott zu Moses sprach. Bist du vom Neuen geboren? Bist du ein wiedergeborener Christ? Meine Frage an dich. Keine Ahnung, aber darf ich Ende erzählen, bitte? Es gibt verschiedene. Ich habe eine kurze Frage. Ne? Bist du jetzt Christ oder was bist du? Genau. Ich bin zwar Christ. Warte, ist der Herr Jesus Gott für dich? Jesus. Was ist mit ihm? Ist er Gott für Gott dich? Ist. Ist Jesus Christus für dich Gott? Was soll man dazu antworten? Ist Jesus Christus Gott? Ich sag halt immer, Jesus ist Sohn Gottes, sag ich jetzt. Falsch. Ja, ist aus. Hat einen anderen Glauben. Das ist auch kein Christ. Er hat die Geistesunterscheidung gewählt. Also jeder Christ, der in die Christenheit reinkommt und die Gottheit des Herrn Jesus leugnet, ist kein Christ. Ist kein Christ. Darf ich jetzt nochmal? Das, was er vorhin gesagt hat, dass das deutsche Volk da für steht, weil dort passiert, ist nicht die Wahrheit. Diese Leute, die an der Regierung sind, ist nicht das deutsche Volk. Das deutsche Volk ist der ewige Bund. Die das richtige Deutschland nachführen, die reingelegt wurden, um ihr Land gebracht wurden, das ist das deutsche Volk und nicht diese Menschen da oben, was sich Ampel nennt. Sogar in den 70er Jahren hat das Verfassungsgericht gesagt, sie haben nicht das Recht, einen neuen Staat zu errichten. Ne, das ist, und das deutsche Volk besteht aus mehreren Christen, die sich der ewige Bund nennen. Das ist das deutsche Volk. Und wir, die hier in Deutschland leben, haben auch die Wahl, das zu ändern, was da oben passiert. Ne? Wir könnten die stürzen, wenn wir uns nur dazu bekennen, was wirklich die Wahrheit ist. Das kannst dann sind die weg. Aber denkst du, das ist eine Option?
Nein, wir werden niemanden stören. Nein, hör zu, die wollen ja gar nicht böse stürzen. Der ewige Bund hat Deutschland schon mal ohne Waffen mit dem Glauben Jesus gerettet. Okay. Das sind Christen, die ohne Waffen Deutschland retten wollen. Ihr habt mich eben falsch verstanden mit Stürzen. Mit Stürzen ist gemeint, dass das deutsche Volk sich für Gott hinstellt und sich für Preußen ohne Waffen entscheidet. Und dann und nach einer Vorhersage reicht das schon aus, dass diese Leute verschwinden, weil die sich nicht gegen ganz Deutschland auflehnen können, da oben in der Regierung. Und davor also, haben Bruder, die Angst. Ich kann dir sagen, Bruder, ich bin kein Mensch, wo Wählen geht. Ich verstehe es auch nicht, dass man. Nein, keine Wahlen. Die Wahlen sind illegal. Die dürfen gar nicht gemacht werden nach deutschem Recht. Ja, aber man sollte auch nicht wählen gehen, weil das ist einfach nicht so. Hast du noch nie gehört, dass in Deutschland, in Preußen, der Schlüssel zum Frieden liegt? Ich habe eine Frage. Hab ich schon oft mitbekommen. Aber ob das dann wirklich relevant wird, das weißt du? Das gehört mit zu Gottes Geschichte. Das ist wirklich die Wahrheit. Das kann man sogar also wenn man die Wahrheit, Bundes... Darf ich irgendwas dazu sagen, bitte? Ja, gerne. Ja. Meine Frage ist, dass jeder Regierungsdokument in der Welt ist. Warte mal. Als allererstes werden wir niemanden stürzen. Weder mit Gewalt noch mit Frieden. Wir sind wiedergeborene Christen. Wir trachten, was im Himmel ist und nicht, was auf der Erde ist. Amen. Nicht mit der Welt eins. Weder mit Politik noch sind wir stolz auf irgendwas. Wir sind dieser Welt abgestorben. Und haben unser Kreuz aufgenommen, wo wir ab diesem Zeitpunkt, wo wir wiedergeboren sind, trachten wir nach dem, was im Himmel ist. Und wir wollen nicht die Welt retten. Der Herr Jesus wird diese Welt zerstören. Er wird sie richten. Amen. Halleluja. Aus. Da können wir noch so das und das machen. Wir gehen denn gegen Gott vor. Wenn Gott was beschlossen hat, dann können wir doch nicht dagegen vorgehen. Wenn wir wiedergeboren sind, dann sondern wir uns dieser Welt ab, im Geistigen auch. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Punkt, fertig, auf. Aber ich will irgendwas dazu sagen. Die ganze Million in der Welt gekommen und dann hat es uns zur Menschlichkeit eingeladen. Oder nicht? Wenn es einen Gott gibt mit verschiedenen Namen. Das dachte ich auch am Anfang, aber das ist alles falsch, weil wenn ich mir den Koran ansehe, und meine Bibel, das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Aber ich meine Meinung ist, dass jede Religion hat uns zur Menschlichkeit eingeladen. Mehr, nicht weniger. Und das ist, wenn eine Gott gibt mit verschiedenen Namen. Das ist die Menschlichkeit ist anderes, als die Religion ist anderes und eine Nationalität ist anderes. Weil einer mich sage, wenn jemand mich fragt, woher kommst du, ich sage, meine Nationalität ist Mensch, ganze Welt ist mein Land. Und eine Glaube zwischen mir und Gott, oder nicht? Dass jeder hat Koran alles in einer Sache gewesen. Sagt Gott, ne? Gott, sagst du. Ist Gott dein Herr? Das kann ich mir nicht sagen. Man kann ja diese Frage beantworten. Ist Jesus Christus dein Gott? Bitte? Jesus starb ja für dich auch, ne? Ja, das weiß ich auch. Also, wenn du das lieber gut gemacht, aber nicht so. Wenn du das aber weißt, ne? Ist er dann Gott? Ach, das weißt du nicht. Aber meine Anstellung ist, dass jeder Mensch hat Liebe verdient in dieser Welt, zufrieden leben. Und die ganze Liebe Gott an jeder Glaube hat auch die Menschen zur Menschlichkeit und die Welt für uns zum Paradies gemacht. Und da wir haben keine früher Grenze gehabt, wir haben keine, das Waffe brauchen wir nicht. Und dass nicht jeder mit einer Flagge rumläuft und sagt, ich bin nicht stolz auf andere Menschen. Oder bin ich mehr oder weniger als andere Menschen. Wir sind alle Menschen. Egal wo ihr kommt, welche Nationalität, welche Hautfarbe, egal. Von Gott ist das alle Menschen. Das ist normal, dass wir alle Menschen sind, ne? Aber es gibt auch Menschen, die wo sich nicht danach benehmen, menschlich zu sein. Ganz einfach. Ne? Das ist normal. Weil es kann ja nicht normal sein, wenn jetzt ein Land irgendwie bombardiert wird und andere sagen, ach, richtig gut so, ne? Ja, also das ist für mich ein Kampf. Das muss man nicht vergessen.
sowas. Na? Weil sowas vergessen wir nicht. Wenn das ist der Mensch, wenn ihr einen Menschen stellt, egal woher, das ist Mensch. Da ja, dürfen wir genau. Nicht so zufrieden stellen und sagen, genau. Wow, und lachen. Natürlich, und das aber da gibt es sehr, sehr viele auch muslimische Leute. Sehr viele muslimische Leute. Ne? Und auch alle. Anderweitige buddhistischen. Also ich habe da schon so viel erlebt, dass die sich wirklich, die sind halt einfach so schadenfroh. Und das tut dann auch weh und leid. Ne? Weil ich meine, das sind auch kleine, unschuldige Kinder darunter. Genau, Familien, ne? Frauen, Männer, die sind total unschuldig. Ja. Das und die werden dazu jetzt gerade abgestattet. Die Kinder haben nicht, die Kinder haben, die wussten sich nicht, woher kommen, die wussten sich nicht ihre Religion, die sind 2-3 Jahre alt. Warum sterben? Genau, schau mal, dieses Erdbeben in Türkei war. Ne? Schau mal, das Erdbeben. Wenn ich bin zum Beispiel ein Kind geboren, welche Familie, das ist nicht meine Sache. Wenn ich geboren bin, diese Religion muss ich akzeptieren. Von meinen Eltern bekommen oder von wo ich bin ich geboren. Wenn ich jetzt auch in Israel geboren bin, dann hätte ich mich umgebracht. Wenn ich in andere Land geboren bin, dann ist das keine Kultur. Aber die einzige ist die Menschlichkeit. Ich sehe das ein bisschen anders wie du, aber ich vertrete halt meine Meinung, ja. Also wenn du weißt, Deutschland ist gut. Wenn du, Deutschland darf ist ich jetzt mal was sagen? Darf ich auch mal was sagen, bitte? Bitte, ja? Bitte. Ich sage dir jetzt nur eins: Wenn du Gott lieb hast und wenn du weißt, dass Jesus für dich gestorben ist, ne, dann weißt du doch auch, dass er Gott ist, oder? Dass Jesus Gott ist, meine ich. Das weißt du doch dann, wenn er für dich gestorben ist, weil es hätte ja sonst keiner tun können für dich, um damit du wieder Errettung hast und in deinem Paradies zu kommen. Jetzt hört man ihn leider nicht mehr, Bruder. Das muss man alle Menschen akzeptieren, Nummer eins, Nummer zwei. Oder Respekt. Ja, das haben wir doch schon alles gehabt. Ich habe dich doch jetzt was... Sag mal, Bruder, was meinst du? Kannst du mir... Ich meinte, muss man Respekt zu jeder Religion haben. Warte mal bitte, lass mich mal ausreden, bitte. Ja, bitte. Das ist gut. Was meinst du? Kannst du mir mal Mod geben, weil ich lese hier zwischen den Zeilen Sachen, die man echt nicht in einem Live sagen sollte. Ja, ja, warte, ja, mach ich dich, warte. Super. Ja, es ist auch schlimm, die hier, ich sehe die ganze Zeit nur Beleidigung. Also ja, man sieht einfach den Geist, was für ein Geist dahinter steckt. Besessene Dämonen, ja? Das sind Dämonen. Da stecken dämonische Geister dahinter. Punkt fertig. Auf. Ganz genau, das ist der Feind und das ist eine ganz dämonische Besessenheit. Und naja, wer nicht will, der wird dann sehen. Ne? Aber wir sind nicht hier, um euch zu zwingen zu irgendwie etwas. Wir sind nur hier, um euch zu zeigen, dass es auch im Guten geht und dass wir Geschwister vorbildlich, respektvoll, gegenseitig sind, uns erbauen, ja, und halt auch viele zum Glauben, zum wahren Glauben bringen wollen. Ne? Und dafür danke ich dem Bruder Dennis, dass er das Ganze so durchzieht. Er wird ja auch nur beleidigt. Wir werden nur beleidigt werden, ja, Bruder. Du hast ja gesagt, guck mal, und da wollte ich dir das auch nochmal zeigen. Du hast ja gesagt, Putin ist ein Ehrenmann, und da wollte ich auch nochmal sagen, der Putin ist ein Hochgrad-Freimaurer. Ich weiß, aber so gesehen, ja, Bruder. Du musst dir vorstellen, diese Leute, das ist alles geplant. Alles ist geplant. Jeder einzelne Krieg, alles, was wir sehen, ist geplant. Genau. Die ganze Hierarchie, du musst dir vorstellen, die ganzen Politiker, die oben sind. Erstmal gibt Satan denen die Befehle. Er gibt ihnen die Befehle. Wenn er sagt, greift zum Beispiel dieses Land an, müssen die das tun. So, Bruder Axel, hole ich auch einmal ganz kurz hoch. Hallo, Bruder Axel, Gott. Gott, deswegen, ich weiß auch nicht, deswegen wurde eingeschränkt. Hallo. Gottes Willen. Hallo. Ja, leider. Eine Frage habe ich an euch. Auf welcher Seite seid ihr? Wir sind auf der Seite des Herrn Jesus Christus. Auf welcher Seite bist du? Auf welcher Seite bist du? Das sieht man ja von meinem Profilbild. Hier, darf ich mal kurz das erklären, Dennis? Lass mich mal kurz noch erklären zu dieser Lage. Pass auf.
Die Hamas-Führer sind eingeweihte Satanisten. Netanyahu sind eingeweihte Satanisten. Und ich erkläre dir jetzt ein paar Hinweise, warum ich darauf stütze, diese Theorie. Guck mal, die israelische Armee, der Shin Bet, Mossad, kennt sich wahrscheinlich noch besser aus, es gibt noch mehrere Geheimdienste und Organisationen. Es ist absolut typisch. Netanyahu war jetzt in der politischen Krise. Die Reservisten wollten nicht mehr zum Militärdienst gehen. Und man hat diesen Anschlag sozusagen zugelassen. Das ist total ungewöhnlich. Die ganzen Wachtürme, die optische, augenoptische Überwachung der Grenze war praktisch außer Dienst gesetzt. Ja? Man packt da einen Merkava-Panzer hin, der leicht vernichtet werden kann aus der Luft. Also diese Panzer sind nur von der Seite und unten geschützt. Aus der Luft, oben das Dach sozusagen, könnte man sagen, ist ungeschützt. Man hat also diesen Anschlag zugelassen, um jetzt die politische Diskrepanz praktisch außer Gefecht zu haben. Denn Netanyahu hat jetzt ja absoluten Rückhalt in der Bevölkerung und er hat auch Rückhalt, sage ich mal, in der Welt. Denn Israel wird sich diesen Schlag ja nicht gefallen lassen. Du weißt, die werden eine Großoffensive starten. Die werden, weiß ich was, leider werden sehr viele Palästinenser sterben werden in dieser Großoffensive, die jetzt Israel in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten startet. Und alles ist aber geplant. Lass mich kurz ausreden, du kannst auch gleich sprechen. Ja, alles okay, geplant. Stimmbettoffiziere sind Satanisten, sind Freimaurer. Hamas-Offiziere sind Satanisten und Freimaurer. Sie alle sind eingeweiht. Sie alle haben das Ding geplant und durchgezogen. Genau, das sehe ich auch so. Richtig, okay. Stimmt. Aber ich muss euch was sagen, wenn diese Israel es wirklich durchführen will, der Herr Erdogan hat schon mit der Putin, mit China und sich an den Tisch gesessen. Und wenn die wirklich durchgreifen will, dann greift die Türkei auch durch, Russland auch und China auch, Nordkorea auch. Ich guck ja, alles sind Satanisten, denn Putin ist ein Satanist, Erdogan ist ein Satanisten, Eingeweihter, Joe Biden ist eingeweiht ein Satanist. Unsere Mann, okay, das ist alles Satanist auch für alle Satanisten. Es findet ihr gut, dass jahrelang an der Grenze von Gaza Kinder ermordet werden? So. Bitte Leute, alle den Stream einmal liken und teilen, Leute. Ich bin nicht hasserfüllt. Ich finde es einfach nur schrecklich, wenn ich mir so Demonstrationen oder in Deutschland Videos anschaue, wie sich Palästina freuen, dass so Raketen geschossen werden. Wie kann man sich darüber freuen? Was für einen Geist muss man haben? Jetzt wurde gerade mein Stream wieder beschränkt. So Leute, ich starte einmal den Stream wieder neu. So. Und darauf warten wir. Und auch die Juden warten darauf. Aber wir warten darauf, weil wir wissen ganz genau, das Ende ist nah. Der Herr Jesus wird wiederkommen. Wenn das kommen wird, ich sage es euch, wir wissen ganz genau, das ist, der Herr steht jederzeit vor der Tür. So, Leute. Und deswegen sage ich auch an die ganzen Palästinenser hier, kommt zu den Herrn Jesus Christus und schließt Frieden mit Gott, bevor es zu spät ist. Ich sage es euch, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, dann wartet ab. Da kommt nicht Isa. Da kommt der allmächtige Gott aus der Bibel, der Herr Jesus Christus, der euch alle richten wird. Er wird euch alle richten. Punkt, fertig, aus. So. Ich verstehe nicht, wie man so einen Hass haben kann. Wie kann man nur so einen Hass haben? Wie kann man nur so verbittert sein? Ich sage es euch, ich gebe euch Hand und Siegel drauf, das wird sich erfüllen, glaubt es mir. Wann, weiß ich nicht, aber ich... Wir warten darauf. Und wenn das passiert, dann wird der dritte Tempel aufgebaut und die bauen den dritten Tempel schnell auf. Das sage ich euch. Und dann wird sich der Antichrist da reinsetzen. Und dann wartet ab an die ganzen Palästina, an die ganzen Atheisten, alle Menschen. Dann werden die Gerichte Gottes losgehen. Du Krokodil. Ja, du Krokodil. So, Leute, teilt bitte den Stream. Alle den Stream teilen, Leute, und alle den Stream liken, Leute, und alle folgen, Leute. Die Wahrheit muss gesagt werden. Auch an die ganzen, ich sag's nochmal, diese ganzen Menschen jetzt, die gestorben sind, wo sind die Menschen jetzt?
Ohne den Herrn Jesus Christus geht ihr alle in den ewigen Tod. Punkt, fertig, aus. Die Bibel kennt nur zwei Wege, Gerettete und Verlorene. Wo befindest du dich? Und diese ganzen Palästiner, die da jetzt für ihren Ego und ihren Stolz sterben, die gehen alle verloren, genauso wie auch die Israeliten. Ohne den Herrn Jesus Christus gehen alle Menschen verloren. Der Herr Jesus liebt alle Menschen, so wie die Hamas, Juden, alle. Der Mensch, der Herr Jesus ist für alle ans Kreuz gegangen. So, und der Islam wird am Ende verlieren. Der Islam wird nicht siegen, der Islam wird am Ende verlieren. Und der allmächtige Gott wird euch zeigen, wo es lang geht. Vor 2000 Jahren ist der Herr Jesus gekommen als Lamm und er wird wiederkommen. Das verspreche ich euch. So, und er wird Israel bewahren am Ende. Er wird am Ende Israel bewahren. Und dann wird das tausendjährige Friedensreich kommen. Und Leute, guckt euch die Kommentare mal an. Guckt euch die Kommentare an, Leute. Und auch an die ganzen Modis. Sperrt alle, sperrt sie alle, wenn die nur beleidigen. Auch wenn die Christen die Palästina beleidigen, sofort sperren. An alle Christen. Nicht die Palästina beleidigen, auch an die Muslime. Bitte nicht beleidigen. Einmal Ego wegschmeißen, ja? Sonst müsst ihr hier gesperrt werden. So, Punkt, fertig, aus. So, und ich bete auch für die Juden und für die Palästina, dass der Herr Jesus gnädig mit euch ist und dass ihr zum lebendigen Gott kommt. Man muss für diese Menschen beten, dass sie erkennen, dass sie, das, was sie machen, ist falsch. Wer zum Schwert greift, sagt der Herr Jesus, der wird durch dieses Schwert umkommen. Fertig, Punkt, aus. So. Und wir sehen ja auch, wie verhasst die Palästinenser sind. Wie verhasst die sind. Dieses kleine Land hier wurde den Juden versprochen. Dieses kleine Land hier. So, Punkt, fertig, aus. So, Leute, bitte teilt einmal nochmal alle den Stream. Like bitte alle den Stream. So. Und kein Land wird es schaffen, Israel zu übernehmen. Kein Land. Das sage ich hier und jetzt, da gebe ich Hand und Siegel drauf, weil der allmächtige Gott seine schützende Hand über Israel hat. Ihr könnt alle euch versammeln mit euren ganzen Herren, ihr würdet es nicht mit Israel aufnehmen. Kein Land, weil der allmächtige Gott seine schützende Hand darüber hat. Weil er noch, ja, ihr könnt lachen, ihr könnt sagen, ich bin peinlich, versucht es doch. Und dann werdet ihr sehen, mit wem ihr euch anlegt. Wenn ihr euch mit Israel anlegt und versucht Israel zu übernehmen, dann legt ihr euch mit dem allmächtigen Gott an des Universums. Ihr legt euch mit diesem allmächtigen Gott an. So. So, Leute. Bitte noch mal teilen und noch mal liken, Leute. Und der Herr Jesus ist der ewige Gott. Und ohne die Wiedergeburt geht ihr alle verloren. Der Herr Jesus Christus sagt, wenn ihr nicht von neu geboren seid, werdet ihr das Reich Gottes nicht hineingehen. Islam wird euch nicht retten. Euer Islam wird euch zugrunde bringen. So, Punkt, fertig, aus. Darum sage ich euch, trefft eine Entscheidung, geht auf eure Knie und fragt Gott, wer bist du? Dieser allmächtige Gott ist vor 2000 Jahren für euch alle ans Kreuz gegangen. Und deswegen sage ich auch an die Muslime, geh doch mal auf deine Knie. Geh auf deine Knie und frag doch mal Gott. Du bist Moslem, weil deine Eltern Moslem sind. Du hast nie gefragt, du hast das nie geprüft. Du bist in einer Religion hineingeboren und bist verblendet. Und guck mal, was die Religion mit dir gemacht hat. Nur Bitterkeit und Hass. Guckt euch mal die Muslime an, wie verhasst und wie verbittert sie sind. Und guckt euch die Christen an, die wiedergeborenen Christen. Sie haben wahrhaftige Nächstenliebe. Weil der Herr Jesus sagt, wir sollen unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Und wir sollen unsere Feinde lieben. Und das sieht man bei den Muslimen überhaupt nicht. Wir haben Feindesliebe. Wir haben Nächstenliebe. So. Und deswegen, ich finde es einfach nur schrecklich, dass sich die Muslime darüber freuen, dass da Raketen abgefeuert werden. Was für einen Geist habt ihr eigentlich? Was für einen böshaftigen Geist muss in euch sein? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie kann man sich darüber nur freuen? Wie kann man sich darüber ergötzen? Aber auch an die ganzen Muslime, ihr werdet eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. Eines Tages werdet ihr für eure unnützlichen Worte Rechenschaft ablegen müssen. Für alles, was ihr da geredet habt, für jedes unnützliche Wort, für eure bösen Gedanken. Wird dieser heilige Gott euch eines Tages alle richten. Mein Gott erlaubt nicht zu lügen. Mein Gott ist heilig. Mein Gott duldet nicht eine Sünde. So, und ihr werdet eines Tages vor den Herrn Jesus Christus stehen. Alle Knie werden sich beugen. Alle muslimischen Länder, alle.
sie werden alle den Herrn Jesus Christus anbeten. Ihr Palästinenser, ihr werdet alle den Herrn Jesus anbeten. So, Punkt, fertig, aus. Und darum lade ich euch alle ein. Eure Seelen, bevor es zu spät ist. Ja, halt Gottes Segen, Schwester. Hallo? Hallo, Bruder. Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass du mich hochholst. Möchtest du einmal was sagen? Dann sag. Sehr gerne. Ich bin sehr schockiert, Bruder, wie du. Ich war heute in einem Stream und habe zugehört. Die haben sich da verabredet zum Feiern wegen diesem Krieg. Und die haben gesagt, dass die Juden bald wieder auf den Zügen sitzen. Und du weißt ja, was das bedeutet, ne? Ja, das ist so schrecklich, ne? Bei uns in Hamburg mussten fast 20 Polizisten Juden beschützen vor Palästinenser. 20 Polizisten. Musst du dir mal vorstellen. Das in Deutschland. Wir reden hier in Deutschland. Das ist nicht in islamischen Ländern. Wir reden hier in Deutschland. Wie krass. Richtig. Ist das Gute. Und diese Juden wurden auf offener Straße, ich glaube, einer wurde im Koma geschlagen und einer wurde sehr, sehr schwer verletzt. Das in Deutschland. Ai, ai, hier sind wir gelandet. Ja, und das Schlimme, was ich am allerschlimmsten finde, ich habe die gemeldet und niemand hat was dagegen getan. Kein Deutscher hat was dagegen getan. Und die Polizisten stehen auf der Straße und hören sich das an und erlauben das. Wo ich mir sage, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl, was soll das? Die reden über Hass, die feiern einen Krieg. Es ist mir egal, welcher Krieg, ja. Aber man kann doch nicht einen Krieg feiern. Ich wurde heute Morgen beleidigt, weil ich gesagt habe, es ist immer schlimm, wenn Kinder sterben, egal aus welchem Land. Da haben die mich als Zionisten beschimpft. Ja, du bist Zionistin. Wir haben einfach einen Hass auf Juden. Ich sehe das doch in den anderen Streams. Wie verhasst die über die Juden reden. Das wird nicht gemeldet. Ja, Bruder. Solche Streams müsste man eigentlich sperren. Solche Streams müsste man melden, aber diese Streams laufen durchgehend mit 1000 Zuschauern. Da werden die Juden von oben bis unten beleidigt. Und wenn wir solche Streams machen, wir werden bedroht, unser Account wird gesperrt, Stream wird gemeldet, das musst du dir mal geben. Wo sind wir hier bitte gelandet? Richtig, Bruder. Und jetzt noch was. Ja. Und jetzt, Bruder, was für die Leute schön, dass hier 300 Leute sind, ja? Die Muslime, die sagen, das hat mit Islam nichts zu tun. Sahih Muslim 22:29 steht, die Muslime, der Gesandte Allahs sagt, die Juden, die Muslime werden die Juden töten. Das steht in Sahih Muslim. Ja, deswegen lest nach und lest wirklich eure Schriften und versteht, was da drin steht. Das ist nichts Gutes. Man sieht ja auch, wie die sich freuen. Man sieht den Geist. Leute, an den ganzen Chat, schaut euch mal die Muslime an, wie die sich freuen. Beobachtet das jetzt nur den Chat. Einfach mal alle den Chat beobachten und guckt mal, wie die sich darüber freuen. Man muss sich mal fragen, was für ein dämonischer, antichristlicher Geist steckt dahinter. Dass man sich darüber ergötzt, dass man sich darüber freut. Ja, und der Satan hasst ja die Juden. Weißt du, was für schreckliche Videos ich gesehen habe? Ich habe ja Videos geschickt bekommen. Mir ist fast die Kotze hochgekommen, was ich da gesehen habe. Das ist unfassbar. Eine Erniedrigung, was sie da getan haben. Und die freuen sich darüber. Mhm. Das ist für die so unfassbar. Ja, ich sehe auch die ganze Zeit Videos, wo die auf der Straße springen, mit den Flaggen rumlaufen und sich freuen. Ich verstehe es überhaupt nicht, wie man sich freuen kann, dass Menschen sterben. Es ist egal, in welchem Land oder so. Also ich kann sowas nicht verstehen einfach. Es ist einfach zu schlimm. Ja, und ohne den Herrn Jesus Christus, sage ich ja immer wieder, die gehen ohne den Herrn Jesus verloren. Ohne den Herrn Jesus gehen die in den ewigen Tod. Die verstehen das nicht. Weil ohne den Herrn Jesus Christus, das Lamm Gottes, werden alle Muslime, Christen, egal wer, die werden alle verloren gehen. Alle, Amen, Bruder. Alle, Amen. Alle. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Es ist die Gnade Gottes. Ja. Es ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und sie glauben an einen falschen Gott. Guck mal, was ihr Glaube macht. Das ist unfassbar, wenn ich auf einmal sehe, wenn die so Waffen in der Hand haben, TikTok sportlich, in die Luft schießen, Allahu Akbar und so. Was ist das bitte für ein Glauben? Was ist das nur für ein Glauben?
Richtig. Und wie gesagt, sogar die Shisha-Muslime, sogar die Shisha-Muslime feiern das. Also sie haben alle den gleichen und selben Geist. Ja, die haben sich verabredet. Sie haben gesagt, ja, wir treffen uns, woher kommt ihr? Lass uns, pass auf, und das Beste ist, die sagen, wir gehen den Krieg feiern und gehen dann beten. Wie heuchlerisch ist das denn? Wir feiern den Krieg und gehen beten. Warte mal ab, was mit den Juden in Deutschland passieren wird. Warte mal jetzt ab, das wird die Synagogen und so. Ich glaube, ich hoffe, dass der Herr auch da seine schützende Hand hat, dass es nicht eskaliert, aber... Warte mal ab, wenn das. Ich hoffe, dass es nicht eskaliert. Ich hoffe. Und dafür muss man auch beten, dass sie da nicht die, hier in Deutschland die Synagoge stürmen und dass es dann wirklich zu Ausnahmezustand kommt. Also dafür muss man ja viel beten, auch dass der Herr seine Hand hat. Du Islamhasser, wo bin ich denn ein Islamhasser? Ich sag zu Muslime, komm zu den Herrn Jesus. Wo bin ich denn ein Islamhasser? Leute, ich versuche euch das Evangelium zu verkündigen und ihr sagt, ich bin ein Islamhasser. Na, geht's euch gut? Ja, ihr Lieben. Ihr ich Lieben, sag, ihr wisst ja, dass bei euch. Ich sag zu denen, kommt zu dem wahrhaftigen Gott und rettet eure Seelen, weil Allah ist ein Mondgott. Allah kann euch nicht retten. Allah kann euch nicht recht leiten. Nur der Herr Jesus Christus. Und dann sagen die, ich bin ein Hasser, in einem Islamhasser. Nein, da steht alles in euren Schriften drin. Da steht alles schon richtig in euren Schriften drin. Richtig. Ihr Lieben, bei euch steht drin, dass der letzte Jude, der sich hinter einem Stein versteckt, getötet werden muss. Also wer ist hier der Hasser? Das ist so krank, ne? Das ist so, das darf man niemandem erzählen, wie böse das ist. Ich habe eine Bekannte, Bruder, ich habe eine Bekannte, ne, die hat mir gesagt, weil ich gesagt habe, ja, weil die ist Muslimin. Ich habe gesagt, im Koran steht halt, dass man sich nicht Christen und Juden zu Freunden nehmen soll. Und weißt du, was sie geantwortet hat? Sie hat gesagt, Christen nicht, aber Juden hassen ja, das ist ja normal. Und da habe ich gesagt, wie, das ist normal? Das sind doch Menschen. Und da hat sie gesagt, ja, aber... Nee, das ist normal, dass wir die hassen. Hab ich mir so gedacht, normal. Hä? Ja, aber daran sieht man diesen Geist. Guck mal, wir haben Nächstenliebe. Wir haben Feindesliebe, weil der Herr Jesus uns das auch beigebracht hat, dass wir Feindesliebe haben sollen. Der Herr Jesus hat uns das beigebracht. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Verstehst du, das hat der lebendige Amen. Gott uns beigebracht. Der lebendige Gott hat nicht gesagt, ihr sollt euch verteidigen, ihr sollt hassen. Nein. Wir sollen für unsere Feinde beten und jetzt schreiben die Heuchler. Nein, ihr seid die Heuchler, ihr seid die Ungerechten. Ihr seid ja. Die Ungerechten. So punktfertig aus. Ihr seid die Ungerechten. Euer Gott erlaubt das. Ich kenne diesen Gott gar nicht. Ich will auch diesen Gott gar nicht kennenlernen. Weil mein Gott sagt, ich soll nicht lügen. Mein Gott sagt, ich soll meinen Gott vom ganzen Herzen lieben und meinen Nächsten wie dich selbst. Und du siehst ja auch, wenn du die Bibel liest, Vergebung, Liebe, Ertragen, das sieht man im Koran nicht. Das sieht im Koran nicht. Amen. Im Koran steht, tötet die Ungläubigen. Wir sind Götzendiener für die Muslime. Und wir, wenn die Scharia hier wäre... Ich habe das auch nie verstanden, dieser Hass auf die Juden damals, auch wo ich zur Schule gegangen bin. Dieser Hass, ich habe das nie verstanden. Ne? Weil wenn du schon so mit Erstklässlern, Zweitklässlern... Und du hörst, wie die immer wieder verhasst über die Juden herziehen. Und das kriegen die von zu Hause getriggert. Das ist so, das kriegen die reingetriggert. Direkt auf Sport. Ich muss dir was erzählen, pass auf. Auf meiner Arbeitsstelle, ich kann jetzt hier nicht in Einzelheiten gehen. Auf meiner Arbeitsstelle werden sogar Kinder, wird erzählt, dass die Christen vom Teufel abstammen, weil der Teufel ist Christ. Und die gehen hin und spucken andere an, weil sie sagen, die essen Schweinefleisch und die sind dreckig. Und da haben wir sehr viel mit zu kämpfen, mehr sage ich nicht. Ja, ich trinke noch selber Alkohol. Das ist doch Heuchlerei. Ich bitte dich, guck mal, die sagen, die Christen essen Schwein. Aber die essen doch selber Gummibärchen, naschen hier irgendwas, mit was auch mit Schwein ist, essen selber heimlich Bockwurst. Also ich bitte dich, Alkohol trinken. Ja, und nur mal so, ihr lieben Muslime, es nützt nichts, wenn ihr kein Schwein esst, aber Menschen feiert, die getötet werden. Das ist für Gott viel schlimmer. Ihr könnt 10.000 Jahre kein Schwein essen, ja, aber im Koran steht, tötet Ungläubige. Das ist so ein Widerspruch, so ein Widerspruch. Ihr dürft kein Schwein essen, aber Menschen töten. Merkt ihr den Widerspruch? Ich würde mal genau nachlesen. Hast du mal die Kundgebung von Michael Stürzenberger gesehen? Wo die Palästina die Israel-Flagge mit Gewalt runtergerissen haben
und die dann so mit TikTok-Sport mit Gegenständen beworfen haben. Überleg mal, das sind nur ohne Polizei. Würde jetzt da keine Polizei sein, würde es noch viel heftiger ablaufen. Ja, die haben auch gedroht halt, ne? Wenn die Polizei nicht da wäre, dass sie die schon längst platt gemacht hätten oder so. Ja, genau. Das ist einfach nur schrecklich. Ach, möge der Herr Jesus ihre Augen öffnen, wirklich, und möge denen zeigen, dass das einfach nicht von Gott sein kann. Gott ist die Liebe. Und Gott sagt nicht, töte andere oder freu dich, wenn Krieg ist oder so. Ja. Gottes Segen, Bruder Axel. Gottes Segen, Bruder Dennis. Gottes Segen an alle im Chat. Gottes Segen. Hast du auch diese Videos gesehen in der Gruppe, was wir da bekommen haben? Diese Videos, ja, habe ich gesehen, ja, sehr traurig. Das ist so schrecklich, ne, das ist so unfassbar schrecklich, unmenschlich, das ist so unmenschlich, sowas. Ja. Und dann rechtfertigt man doch sowas. Ja. Das ist leider so. Diese Menschen sind bis ins Bodenlose vom Satan verführt und checken gar nichts. Die sind kaum erreichbar, kaum errettbar für uns. Die merken gar nicht, dass sie verführt sind vom Satan bis ins Bodenlose. Ja, natürlich. Leider. Und der Stream wurde ja auch wieder gemeldet, ne? Wie immer. Ja, so ist das leider. Dein Stream, oder? Ja, ich hatte ja 700 Zuschauer, von 700 jetzt nur noch 170. Ja. Das ist doch unfassbar, weißt du, heute Morgen, ich möchte mich nicht aufregen, ich will in der Liebe bleiben, aber heute Morgen schreiben Leute, Muslime, 100 Mal, die Juden werden bald wieder auf den Zügen sitzen und keiner, nichts passiert. Das ist, ich fühle mich gar nicht mehr wohl, glaubt ihr das? Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl, ich fühle mich so verkackeiert von den Deutschen, tut mir leid. Also, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ja, aber du musst verstehen. Diese ganzen Flüchtlinge, die hier reingekommen worden sind, das ist ja auch ein Plan vom Herrn wegen der Offenbarung. Und es ist die Elite. Wir wissen ja, dass die Elite alles Freimaurer sind. Unsere ganzen Politiker, das ganze System, das sind alles Freimaurer, die das alles kontrollieren. Jeder Krieg, alles ist geplant. Alles ist geplant nach Rang und Ordnung. Auch die Palästinenser, die obersten Häupter, sind alles Freimaurer. Ja. Also das ist vielleicht noch zur Erklärung wichtig für alle im Stream. Das Ding ist wie eine False Flag Operation abgelaufen, wie am 9.11. Praktisch, dass man hier die Sperranlagen so gut wie unbewacht lässt. Keine Augenbeobachtung, die Wachtürme nicht besetzt, keine Fußstreife eingesetzt und da einfach nur so zur Attrappe so ein Merkava-Pflanzer da stehen lässt, weißt du? Das ist alles eine Sache, die, sag ich mal, eine Absprache in den Logen so beschlossen wurde, dass praktisch, du musst so sehen, im Mossad sind Freimaurer, in Shin Bet sind Freimaurer, beim Militär sind Freimaurer, bei der Politik sind Freimaurer, in Israel, sowohl auch bei der Hamas. Hamas-Offiziere sind Freimaurer und eingeweiht. Und man hat das Ding sozusagen bewusst, wie am 11. September, durchziehen lassen, damit man die offizielle Legitimation hat, jetzt den Gazastreifen, sag ich mal, zu zerlegen. Und da werden ja auch ganz viele Menschen weit draufgehen, jetzt für Palästinenser. Das ist sehr traurig, wir müssen auch für die Palästinenser beten, die alle unwissend da sterben werden. Und der Nachrichtensprecher hat ja nicht umsonst gesagt, die Tore zur Hölle wurden weit geöffnet. Das war vom Bild dieser Nachrichten sind der Bild, den es ja auch gibt, auf YouTube oder so, kann man ja sich so anschauen. Und wer also die okkulten Sprache versteht, der weiß, was damit gemeint ist, ja. Ja, heftig. Das ist so krank, ne? Die Tore zur Hölle wurden geöffnet. Das ist ja, richtig. Das ist so die Tore zur Hölle wurden weit geöffnet. Und da sagen die, verraten die uns, was gerade jetzt abläuft in diesen Tagen. Free Palestine. Free Palästina. Also du bist jetzt hochgekommen und die ganze Zeit zu schreien, Free Palestine, das war's jetzt. Im Namen der Ungerechtigkeit, die Juden den Palästinenser Im Namen der Ungerechtigkeit? Was redest du da? Im Namen der Ungerechtigkeit von der Seite des Israels.
Ja, warte mal ganz kurz. Was bist du denn für ein Mensch? Wie meinst du Ungerechtigkeit? Es gibt keinen Gott außer Allah. Und nein, befolge, Allah ist ein Mohammed sein letzter Nein, Adina und Mohammed ist ein falscher Prophet. Mohammed ist ein falscher Prophet. Ja. Und wir sehen ja, was Mohammed mit euch angestellt hat. Richtig. Mohammed ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Ja, ja, der beste Mensch. Deswegen sehen wir auch deine Entwicklung. Und deswegen Allah hast du ja auch ein Bild, wo du geschrieben hast, das mache ich mit die Kufat, wo du so ein Messer in der Hand hast. TikTok Sport oder so ein Messer. Allahumma salli wa sallam ala Nabina Muhammad. Ja, du Mohammed. Kommst so, man sieht deinen Geist. Aber der Herr Jesus wird dich zerschlagen. Ich sage dir, wenn du nicht umkommst, wenn du nicht umkehrst, wird er dich zerschlagen. Und ich sage dir, wenn du nicht umkehrst, kommst du in die Hölle. Ich schwöre bei Gott. Ja, werden wir sehen. Wenn du nicht Jesus als deinen Propheten nimmst. Du weißt doch selber nicht mehr, ob du in den Himmel kommst. Inshallah, du musst gute Werke tun. Du musst erstmal sein, wenn du weißt es doch gar nicht. Mein Lieber, wir gebieten das Gute. Allah muss gnädig mit dir sein, du weißt doch gar nicht. Du redest hier von Gott. Darf ich was sagen? Wir sind Gottes Kinder. Du willst mich retten, aber bist selber nicht gerettet. Wir werfen uns fünfmal am Tag. Wir werfen uns fünfmal am Tag für Allah subhanahu wa ta'ala auf den Boden. Wir sind Gottes Abu, darf ich dir was, Abu, darf ich dich was fragen? Aber ich kann dir gerne vom Alten Testament zeigen. Abu, du wirst dich niederknien vor dem Herrn Jesus Christus, ob du willst oder nicht. Wie ist der Islam in die Welt gekommen? Jesus ist mein Prophet. Wie ist der Islam in die Welt gekommen? Und ich liebe Isa. Wie ist der Islam in die Welt gekommen? Isa gibt's nicht. Isa gibt's nicht. Sohn Marias, er wurde nicht gekreuzigt. Nur der Jesus Christus. Der Isa wurde nicht gekreuzigt und nicht getötet. Er wurde von Allah emporgehoben. Ja, das ist deine Überzeugung und deine Behauptung. Darf ich dich was fragen? Ja, wie ist der Islam in die Welt gekommen? Durch Verkündigung oder durch das Schwert? Wie ist denn das Christentum durch die Welt kommt? Durch Kreuzzüge? Ja, könntest du mir bitte eine Antwort geben? Ja, aber wie hat sich das Christentum verbreitet? Ja? Durch Kreuzzüge oder durch Nächstenliebe? Durch Kreuzzüge. Ja? Apostel Paulus hat Kreuzzüge geführt, Abu. Unehrlich, Abu. Ist Apostel Paulus kein falscher Apostel? Nein, aber du bist ein unehrlicher Mensch. Nein, und du hast eine Lüge gesagt. Weißt du warum? Hat Paulus also, nicht ein falsches Evangelium gepredigt? Abu, ich muss nicht ein falsches Evangelium geben, wenn du mich rausschmeißt. Guck mal, wie ich rausschmeiße. Gottes Segen, Abu. Was? Gottes Segen für dich und deine Familie. Allein mit Kreuzzüge. Herr Axel, mir fehlen die Worte. Was ist hier los? Er ist schlecht informiert. Die Kreuzzüge also waren eine Verteidigung. Erstmal schauen wir uns mal ganz genau an, wie hat sich der Glaube verbreitet. Wie haben die Apostel den Glauben verkündigt? Mit Gewalt, mit einer Armee? Wie haben sie ihn verbreitet? Da muss man gucken und lesen die Schriften. Aber er, Kreuzzüge. Das ist ein ungerechter Mensch und er lügt bewusst. Er lügt bewusst. Um Menschen zu täuschen, um zu verführen, um die Leute zu seinem Glauben zu führen. Und der ist auch verhasst. Der ist eine Gefährdung. Der müsste vom Polizeischutz eigentlich beobachtet werden. Axel, der ist gefährlich, dieser Typ. Ja, ich weiß, ja klar. Der ist ganz gefährlich. Der ist bis ins Bodenlose verführt vom Satan. Der kann die Wahrheit gar nicht. Entschuldige, Bruder, dass ich dir eben ins Wort gefallen bin. Operation. Aber ich musste das sagen. Ich habe gesagt, Bruder, ich entschuldige, dass ich ins Wort gefallen bin, aber ich musste das eben fragen, weil, ne, das ist eine ganz wichtige Sache, finde ich. Daran erkennt man ja auch sehr viel. Ja, aber das ist ja das Problem. Die Muslime hören ja gar nicht zu. Ich habe ihnen das versucht zu erklären mit dieser False Flag Operation. Ich glaube, er hat gar nichts verstanden. Der hat gar nicht zugehört. Die kommen nur rein, Die hören gar nicht zu, wollen nur Kinderstein rufen oder so. Immer ihre Sachen und die hören gar nicht zu, die überlegen gar nicht. Das ist so traurig. Ja, und dann hauen die irgendwelche Sachen raus. Die Christen haben die Kreuzzüge begonnen, die wurden alle verfolgt und alles, was gar nicht stimmt. Ja, also, die haben ja bald 200 Jahre später stattgefunden, die Kreuzzüge. Ja, sie halten sich daran fest, obwohl sie gar nicht wissen, dass die Kreuzzüge eigentlich eine Verteidigung waren, damit überhaupt noch ein paar Christen da sind, sage ich jetzt mal. Also, ne, weil sonst, das hat sich ja schon ausgebreitet bis nach Spanien, der Islam. Und da haben die gesagt, so, stopp,
Jetzt reicht es. Das waren die Kreuzzüge, die Verteidigung. Und außerdem haben die Kreuzzüge auch nichts mit dem Herrn Jesus zu tun. Der Herr Jesus sagt, liebt eure Feinde. Betet für die Menschen, die euch hassen. Also das hat mit Jesus nicht viel zu tun. Das ist wohl wahr, richtig. Das ist völlig unglücklich. Kreuzzüge sind völlig unglücklich. Wir müssen unsere Feinde lieben und ernähren. Das ist so, ja. Deswegen Christ sein bedeutet, viel Leid auf sich zu nehmen. Ja, richtig. So. So, Leute, ich muss gleich raus. Ich mach nicht mehr lange. Ja, aber was möchtest du noch mal sagen? Ja, Danny, hast du jetzt den Mumm, mich drin zu behalten, oder willst du mich nur rauskicken? Ja, du lügst! Du verbreitest Lügen! Nein, verbreite ich nicht. Ich sag dir, wie es ist. Ich kann dir zeigen, nein, du verbreitest wirklich Lügen. Das machst du. Okay, eine Frage. Jesus ist doch, lass mich doch mal ausreden. Jesus ist doch Gott laut deiner Verfassung. Also laut deinem. Ja, natürlich. Okay. Hat er nicht gesagt im Alten Testament, im Korinther, tötet alle Frauen und Säuglinge und alle, die keine Jungfrauen mehr sind? Was denn damit? Ja? Hier steht doch auch tötet. Hier befiehlt er sogar, tötet Frauen, die keine Jungfrauen mehr sind. Tötet Säuglinge, Babys. Und nein, du musst das auf Althebräisch zeigen. Zeig das auf Althebräisch. Wie auf Althebräisch? Ja, du musst das auf Altebräisch zeigen. Der Welt. Ach, Allah, du zeigst das bitte jetzt erstmal auf Altebräisch. Das ist anders formuliert, bitte. Was und dann müssen wir noch die Gelehrten aus Israel fragen. Okay, was ist denn mit einem Mädchen, das vergewaltigt wird und dann ihren Vergewaltiger heiraten muss? Das müsst ihr euch mal geben, was im Alten Testament steht. Axel, merkst du? Ich mache das gleiche Spiel mit er, wie mit er. Ich mache ein Spiegel vor ihm. Ihr heuchlerischen Christen. Nein, wollt ihr gegen Islam hetzen, aber vergisst eure Schrift, ne? Ihr Heuchler. Abu, zeig das bitte auf Altebräisch. Abu, das Alte Testament, das ist der alte Bund, der gilt nur für Israel, der gilt nicht für die Christen. Nein, gilt nicht. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu verändern, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Also auf zu lieben, du Nein, das hast du nicht verstanden, was er damit meint. Er meint damit, dass er der Einzige, er ist ja Gott, er ist ja gleichzeitig Mensch und Gott, dass er der Einzige ist, der sündfrei leben kann. Und der einzige Mensch, der stellvertretend für unsere Sündenschuld, für die Sündenschuld der ganzen Menschheit am Kreuz von Golgatha gestorben ist, das ist damit gemeint. Zeig mir mal ein Wer Vers, Jesus sagt, wer an mich Vers, glaubt, der wird Gott. Leben. Also suche den Herrn Jesus, bevor es zu spät ist. Suche wer an mich an glaubt, Alter, der wird leben. Ja, deswegen, aber du musst selber entscheiden, Abo. Deswegen hat er der freie Wille hat er dir gegeben. Hör mal zu, lass mal deine satanischen Tricks helfen mir nicht. Ich bei mir nicht, ja? Welche satanischen Tricks? Der Herr liebt dich. Der Herr Jesus liebt dich. Kannst du das nicht ertragen? Axel, ich muss jetzt los. Leute, ich komme später wieder rein. Abo kommt später wieder, weil ich muss jetzt den Stream beenden. Und der Stream wurde zweimal eingeschränkt, Leute. Zweimal. Also ich komme heute Abend, so Gott will, komme ich dann wieder live. Axel, bist du dabei? Ja. Ja gut, dann könnt ihr auch Muslime gerne alle reinkommen. Abo, du bist dann auch eingeladen. Komm gern rein, aber bitte auch die Wahrheit sagen. So, ich wünsche euch allen Gottes Segen, der Friede des Herrn Jesus sei mit euch allen. Wir sehen uns heute Abend, so Gott will. Und ja. Dir auch, Bruder. Danke. Bitte beten, weil ich werde ein bisschen auf Fußboden. Ja, halt einmal auf die Knie so. Ich bin auf die Knie gegangen und hab genau am Fuß, auf dem Fußboden und hab dann gebetet. Und dann haben nicht nur meine Hände gekribbelt, dann ist alles hat Vollgas gekribbelt und ich habe das tiefste Gebet meines Lebens gehabt. Es hat gekribbelt in meine Bauchnabel. Hat er das auch gesagt, das Lied? Es hat gekribbelt in meinen Bauchnabel. Kennst du diese Werbung? Geprickelt. Nein. Gekribbelt. Nein, geprickelt. Geprickelt, ja, ist das selbe. Ah, geprickelt. Es hat geprickelt in meine Bauchnabel. Aber in deinem Bauchnabel hat das nicht geprickelt. Überall. Überall.
Eieiei. Hast du die volle Dröhnung bekommen? Nein, ja. Das passiert nicht normalerweise bei Lobpreis. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich würde das nochmal hinterfragen und nochmal Buße tun. Da stimmt irgendwas nicht. Bei solchen Symptomen, was du da hast, das ist nicht vom Heiligen Geist, solche Symptome. Okay. Der Heilige Geist macht sowas nicht. Es sieht so aus, als ob da ein anderer Geist dich berührt hätte. Okay, weil ich war auch mal in New Age und so ein Scheiß. Und keine Ahnung. Was macht denn der? Also wie spürt man denn den Heiligen Geist? Das ist nicht zu spüren. Das ist, wenn du spüren willst, dann musst du in Thai-Massage. Beim Herrn Jesus ist ja so, dass der Glaube und dein Verstand ja komplett nüchtern sein müssen und dann dementsprechend nüchterne geistige Lieder zu Lobpreis des Herrn gesungen wird. Und nicht, ich spüre jetzt da überall von hinten bis vorne. Also das ist nicht Lobpreis für Herrn. Ne? Okay. Das und wenn du, so, keine Ahnung, da bist du in der Sauna gelandet oder so. Okay. Nee, also nüchtern musst du sein. Ganz nüchtern, nüchtern Lobpreis mit deinem ganzen nüchternen Verstand. Und da gibt es auch keine Kribbelerei und sowas. Also ich mache das eh nüchtern, also nicht, dass du denkst, dass ich was konsumiere oder so. Keine Ahnung, ob du das jetzt meinst. Nein, nicht das. Ja, man kann auch geistig unnüchtern sein. So emotional, aufgeladen. Also ich glaube, Charismatiker sind unnüchtern. Charismatiker sind sehr emotional. Die Bibel sagt, wir sollen in allen Dingen nüchtern sein. Genau. Im Geist. Okay. Das sind nicht Rauschmitte gemeint, das sind wortwörtlich die Emotionen kontrollieren, nicht dieses, in der Charismatik ist das mehr, es gibt Charismatiker-Christen, so nennen die sich, ne, und die sind, die geben sich eine Musik nach den anderen, ne, sind der Welt gar nicht abgestorben, gehen dann richtig ab, fühlen das, zappen auf dem Boden gefühlt und kriegen so einen epileptischen oder so. Ja, das ist Stromschläge, genau, was er meint. Dieses Kribbeln, also bei denen ist das so stärker, bei diesen Stromschlägen, was sie bekommen, die Charismatiker. Ja. Okay, aber was soll ich denn eurer Meinung nach machen, dass es aufhört? Ja, ganz normal Buße tun, die Bibel lesen und deine ganzes, also du gehst in Gebet, sagst zu Gott, Herr, ne, ich suche wirklich die Wahrheit und möchte nur nach der Wahrheit gehen. Ne, und es tut mir leid, dass ich das getan habe, ich wusste das gar nicht, ich dachte, das wäre richtig, einfach Buße tun. Den Herzen, sehr wichtig. Und ja, dann sagst du, ich möchte jetzt den richtigen Weg gehen. Kannst du mir den richtigen Weg zeigen? Der Herr wird es dir geben, weil wer wirklich sucht, der wird doch wirklich finden. Und die Antworten findest du nur in der Bibel. Okay, danke. Nur die Bibel lesen. Also das ist das Beste, was du machen kannst. Du musst nüchterner werden. Ja, Amen. Du musst Buße tun und nüchterner werden. Du musst trocken nüchtern werden. Natürlich sollen wir jetzt nicht irgendwelche Roboter sein, die keine Gefühle haben, nein. Aber dieses Kribbeln, es hat da gekribbelt und die ihr gekribbelt und sowas. Das ist irgendwas schon nicht in Ordnung. Ja. Guten Abend, Leute. Okay, ich dachte, das wäre der Heilige Geist. Warte, gleich. Nein. Der Teufel, ich will was sagen. In 2. Korinther 11, Vers 14 steht geschrieben in der Bibel: Der Teufel verkleidet sich gerne als Engel des Lichts und seine Diener verkleiden sich gerne als Diener der Gerechtigkeit. Der Teufel versucht sehr gern, die Menschen zu verführen. Wie verführt er einen Mensch am besten? Durch Emotionen und durch Gefühle. So kriegt man die Menschen am besten. Und das macht er sehr gerne. Damit, dann denkst du natürlich, klar, du wusstest das nicht, ist ja klar, aber jetzt weißt du es und du kehrst um. Dann ist alles wieder gut. Wenn du Buße tust, umkehrst, dann ist alles gut. Und das tust, was in der Schrift steht, ne? Und natürlich nachfolgen willst. Und sehr wichtig, bete immer zu Gott und sag, ich möchte die gesunde Lehre folgen. Na, und lies die Bibel und du kriegst deine gesunde Lehre. Es gibt viele Gemeinden draußen, die sind fast sehr viele, 99%, 99,9999%, die sind katastrophal. Mhm. Die sind wirklich katastrophal. Die,
eine Ehelehre nach den anderen. Na? Habe ich schon mitbekommen. Na, deswegen immer die Bibel lesen, da kriegst du die Antwort, da hast du sowieso immer die richtige Antwort. Na, und wenn was ist, du kannst uns immer gerne fragen. Erste Linie fragt Gott, das ist die erste Linie. Und wenn immer auch was sein sollte, kannst du auch uns gerne fragen. Ne? Du kannst gerne hochkommen, kannst gerne eine Nachricht schreiben. Das ist kein Problem. Lies die Bibel jeden Tag. Also durch Bibel. Guck mal, wenn du 6 Monate intensives Bibellesen machst, möge es 2-3 Seiten sein pro Tag. Dann hast du ein ganz anderes Wissen. Ja, ich probiere es echt. Ich habe da irgendwie voll die Blockade. Ich probiere so viel zu lesen, wie es geht. Ja. Jeden Tag möge es nur 1-2 Seiten sein. Dann ist viel getan. Dann ist wirklich viel getan. Ja, und ja, durch Bibel ist halt eine Antwort. Was haltet ihr von Dämonen austreiben? Das gibt's nicht mehr. Das gab's damals. Ne, im Alten Testament, nicht im Alten Testament. Ja, doch, auch im Neuen. Nee, auch im Neuen. Es war nur so, es galt aber nur für die Aposteln. Na? Wie es da drinnen steht, Matthäus Kapitel 10, Vers 8, steht da drinnen, er treibt Dämonen aus und so weiter. Aber das galt Vers 1 an die 12 Jünger. Na, und das galt nur an dem, weil da steht, ihnen gab er Vollmacht. Und das haben wir nicht mehr. Durch Matthäus Kapitel 7, Vers 27, 28, steht sogar drinnen, dass viele sagen werden, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Wundertaten vollbracht, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und der Herr wird dem bezeugen und sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlos. Die Charismatiker machen das, weil sie die Bibel nie verstanden haben und immer das Gegenteil tun. Okay, ja. Weil das Verrückte ist, ein Freund von mir, einer meiner besten Freunde, macht das und er meint auch, dass sich Dämonen manifestieren und er hat auch schon erfolgreich Dämonen ausgetrieben und dann haben auch andere Leute zu der Person gesagt, dass sie jetzt wie ausgewechselt ist, wie eine andere Person ist. Nein, du musst Abstand nehmen von diesem Freund von dir. Das hört sich alles, wie ich schon sagte am Anfang, das ist alles Charismatik. Du bist da in einer Ehelehre des Teufels drin. Du musst da ganz schnell raus und du musst Buße tun und nüchtern werden. Deswegen hat der Jesus sich auch hierhin gebracht bis heute, damit du das hörst, was wir sagen. Das ist eine ganz ernsthafte Sache. Du darfst das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Okay. Du musst Abstand nehmen von Leuten, die Dämonen austreiben und so weiter. Diese Leute sind nicht wiedergeboren. Die werden vom Herrn Jesus einen kurzen Prozess bekommen im Gericht. Kann ich, also der Typ ist echt ein sehr lieber Typ. Also das hat damit nichts zu tun, mein Lieber. Es gibt sehr liebe Leute, die trotzdem in die Hölle kommen. Da wollte ich nicht drauf hinaus, aber vielleicht könnt ihr mal mit ihm reden. Ja, gerne, aber mit Charismatikern reden ist immer so eine schwierige Sache, ne? Das ist kein Charismatiker. Das ist charismatisch. Wenn er Dämonen austreibt, dann ist er in der Lehre der Charismatik. Aber die denken ja, alles ist dämonisch, oder? Was meinst du mit alles ist dämonisch? Es gibt ja einmal die eine Seite, die sagt, alles ist göttlich und dann die anderen, die sagen, alles ist dämonisch. So habe ich das beigebracht bekommen. Nein, das sind alles falsche Lehren. Du bist voll von falschen Lehren. Du musst einmal komplett Buße tun, diese ganzen Schrottlehren vom Satan aus deinem Geist rausschmeißen, dich reinigen im Geist, vom Herrn Jesus reinigen lassen, umkehren und dann wirst du auch nüchtern. Du bist da in einer falschen Lehre gefangen. Entschuldigung für den Moderator. Darf ich bitte ganz kurz was sagen? Weil ich bin eigentlich hochgekommen. Ich wollte nur was sagen wegen deinem Bild eigentlich. Warte, du kannst sofort. Das ist sofort. Ja. Moderator, erzähl noch weiter, weil ich glaube, du warst noch nicht fertig. Nee, wir brauchen das nicht so lange in die Länge ziehen. Ne? Ich habe ihm das jetzt gesagt, Gras Entertainment. Du musst da einfach schnell wegkommen von diesem Wunderzeichen und so, das ist alles Scharlatanerie. Einfach ausgedrückt, kein echter Wiedergeborener kann Dämonen austreiben. So, Schluss aus. Okay, was sind Charismatiker? Charismatiker sind eben Ehelehren, die in einer Ehelehre gefangen sind. Das sind nicht wiedergeborene Christen, die aber nicht von neuem geboren sind und die haben eben einen falschen Geist empfangen. Und machen diese Wunder und Zeichen durch Satan. Und es wird schlimmer später als vorher. Okay, heftig.
Matthäus Kapitel 7, Vers 27, 28. Ja. Kannst du immer lesen. Da steht ja drin, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen nicht Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wundertaten verbracht? Ja. Und der Herr wird ihm bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlos. Die nennen die sogar Gott, tun diese Wundertaten, alles Mögliche, und Gott schmeißt sie in die Hölle. Weil die nie geraten. Ja. Die haben keine Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Die haben keine Beziehung mit Herrn Jesus Christus. Diese Wundertaten geschehen durch den Satan und seine Dämonen. Oh, wenn überhaupt solche Wundertaten geschehen. Die meisten sind alle nur Scharlatane. Aha. Ja, da sind noch andere Gäste. Hast du da noch eine weitere Frage? Weil die warten auch noch. Und ja. Na, sonst soll ich rausgehen? Ja, weil dann fangen wir mal mit den anderen an. Dann wünsche ich dir Gottes Segen. Mach dir bitte über diese Worte Gedanken und du kannst ja noch im Live drin bleiben und ja, sonst. Also ich meine hier draußen, also zuschauen, aber wenn du noch Fragen hast, kannst du ja später nochmal hochkommen. Und sonst, ja, wünsche ich dir Gottes Segen und ja. Danke euch auch, Gottes Segen. Bis dann. Ja, wo Gottes ist der Sheikh Amiro? Der Sheikh Amiro rasiert sich gerade in seine Rückenhaare, ne? Und er kann heute nicht. Nur an zwei anderen jetzt, Gottes Segen. Nein, ich weiß ja, nicht. Ein Name. Kommt ja das rein. Hallo? Guten Abend. Seid ihr Muslime oder seid ihr Christen, Atheisten? Was seid ihr? Ich bin Christ. Und der also andere? Ich bin Muslim. Okay. Ja. Er kann anfangen, wenn er will. Ja. Okay. Du kannst auch. Alles gut, du warst vor mir da. Nein, Bruder, bei dir ist interessanter. Vielen Dank, das weiß ich nicht. Dankeschön trotzdem. Also vielen Dank für den Moderator erstmal, für alle. Und ich möchte erstmal was sagen wegen dem Bild, weil ich habe da gesehen, dass ich glaube, euer Hauptthema war am Anfang ist Israel, glaube ich, und der Konflikt im Nahosten, wenn ich mich nicht irre. Und ich möchte was sagen erstens. Ich finde es sehr schade, dass in Europa man macht keinen großen, das ist schon seit Jahren so, man macht keinen großen Unterschied. Eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied zwischen Judentum als Religion und zwischen Zionismus als eine politische Bewegung. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Weil wenn man ganz genau sieht, Israel seit 80 Jahren, seit 75 Jahren, wenn ich ganz genau sein will, seit 1948, tötet die Zivilisten in Palästina, es baut Siedlungen, verstößt gegen alle internationalen Rechte, aber niemand hat geredet. Niemand hat Solidarität gezeigt in Europa aus Angst, dass die Europäer wieder in diese Muster von Antisemitismus kommen, obwohl hätten sie Israel kritisiert, hätten sie niemals den Judentum kritisiert. Weil Israel repräsentiert nicht die Juden und repräsentiert nicht die Religion von Judentum. Israel benutzt die Religion, benutzt den Judentum für ihre Zwecke. Ihre imperialistischen Zwecke, die diese Regierung von Netanyahu ganz genau gezeigt hat, schon vor diesem Krieg. Er hat ganz genau gezeigt mit seinen Ministern, und ich zitiere hier ein ganz konkretes Beispiel, der Finanzminister von Israel, Smotrich, der war in Frankreich vor ein paar Monaten und in einem Konferenz hat er die Karte von Israel gezeigt, eine große Karte, die von Jordanien bis nach Ägypten ist und hat gesagt, das ist die große Israel, das ist unser Traum. Das ist ein imperialistisches Regime, das ist ein Regime, der will einfach noch mehr Länder, noch mehr einfach, das sind Siedler. Das ist genauso, was die Amerikaner gemacht haben mit dem Indianer, mit dem Ureinwohner. Leute vertreiben von ihren Häusern, ihre Länder nehmen, aber trotzdem, niemand hat geredet. Wenn die Palästinenser sich aber wehren, und das ist das Problem. Das Problem momentan, warum jeder hat diese Solidarität mit dem Israelis gezeigt hat, weil die Palästinenser sterben schon seit Jahren jeden Tag. Aber die Welt hat sich daran gewöhnt, an Sterben von Palästinensern. Die Welt hat sich daran gewöhnt. Aber als die Israelis für das erste Mal gestorben sind, die Welt hat sowas noch nie gesehen. Und dann plötzlich, die Israelis sind wichtiger. Warum bleibt man nicht neutral? Warum kommt Israel nicht an den Tisch von Verhandlungen? Seit Jahren wollen sie kein palästinensischer Staat. Die wollen kein Zwei-Lösungs-Staaten. Die wollen eine Lösung, eine Staatslösung. Und das wird niemals funktionieren. Die Regierung von Netanyahu, wie ich gesagt habe, die haben die heilige Städte beigetreten von den Muslimen. Und das ist eine riesige Provokation. Und das wissen sie.
Die Regierung von Netanyahu ist zuständig und er ist verantwortlich für das, was für die Israelis passiert ist. Mehr als Hamas. Erstens, das ist mein letzter Punkt. Man kann einfach die UN, die United Nations, gibt einfach in eine Entscheidung 3214, gibt das Recht an jede Bevölkerung der Welt, die unter der Eroberung steht, das Recht, sich zu wehren mit Waffen und Gewalt. Das Problem ist, dass was Hamas gemacht hat, es gab gar keine andere Lösung. Das erklärt natürlich nicht, die Zivilisten zu töten auf beide Seiten. Aber das sind einfach mehr als 80 Jahren von Leuten, die wollten einfach ihr Land haben. Mein letzter Kommentar wäre auf deinem Bild aber, weil du gesagt geschrieben hast, dass 7 Millionen können keine Bedrohung sein für 1,7 Milliarden. Das Bild stimmt nicht so ganz. Weil die Regierungen, die arabische Regierungen, sind Regierungen, die arbeiten für Israel. Israel hat der stärkste Lobby der Welt. Israel hat, ist der, das einzige Land der Welt, der kann einen Flugzeugträger, einen amerikanischen Flugzeugträger bewegen im Mittelmeer. Der ist in die Richtung jetzt nach Israel mit großen Hilfen. Amerika ist gezwungen, jede Präsidentin in Amerika ist gezwungen, Israel zu helfen mit allem Mittel, was er hat. Sonst wird er die Wahl nicht gewinnen. Das ist der größte Lobbyisten der Welt. Das sind die Leute, Israel sind die Leute, die haben am meisten Medien der Welt. Die können Medien manipulieren der Welt. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist die Wahrheit. Und das sagt Israel auch und die sind stolz drauf. Die Regierungen, ich komme aus Marokko. Meine Regierung hat nur vor ein paar Monaten einen Friedensvertrag gemacht mit Israel. Du hast alle Länder, kein arabisches Land hat geredet, während die Palästinenser sterben. Während ich mit euch rede, die Palästinenser werden bombardiert und als Verstoß gegen alle menschlichen Rechte, alle internationale Rechte, die haben Strom bei denen ausgeschaltet, die haben keinen Zugang zu Wasser, kein Zugang, Krankenwagen werden bombardiert, aber diese Bilder leider sieht man nicht. Ich würde Sie bitten, Al Jazeera zu haben, weil Al Jazeera ist vor Ort und zeigt alle Bilder rechtzeitig. Und da sage ich, dass alle diese Länder, die da gezeigt hast in die Karte, die sind nicht alle für Palästina, die arbeiten für Israel, die schützen die Grenzen von Israel. Und ich gebe dir ein Beispiel als Ägypten. Wäre Ägypten ein Land für Palästina, die hätten schon die Grenzen aufgemacht und hätten die Palästinenser schon jetzt gerettet. Aber die haben die Grenzen zugemacht und die haben die da gelassen wie Ratten in einer Falle und Israel bombardiert. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Geduld, aber ein letzter Punkt. Israel hat, die Reaktion von Israel über diesen Tat ist hysterisch. Das ist noch nie gesehen, so eine Reaktion. Ich habe gestern die ganze Nacht nicht geschlafen, habe die Nachrichten geschaut. Die haben nicht mal eine Minute aufgehört zu bombardieren. Da sind Tonnen von Bomben, wurden geschickt nach unten und das sind alle Zivilisten. Man kann nicht Zivilisten mit dem Mord von Zivilisten rachen, mit dem Mord von anderen Zivilisten und anderen Kindern. Das ist einfach, das kann man nicht machen. Und vor allem mit so einer großen Macht, wie Israel hat. Eine militärische Macht. Meine Analyse für die Zukunft, ich glaube, Israel gerade läuft in eine große Falle mit ihr Füße, weil man hat gesagt, erstens, diese Marke von Israel hat die beste Geheimdienste der Welt, der Mossad. Israel hat eine der besten Armeen der Welt, das stimmt alles nicht, man hat es gesehen, das waren einfach so kleine Gruppen von 1000 Menschen. Der Mossad wusste nichts davon, der Geheimdienst hat geschlafen, der wusste nichts davon. Die Armee, die man immer gehört hat, die beste Armee der Welt, die ist total überfordert. Das hat gezeigt, ein riesiges Loch in dieses System, in dieses Sicherheitssystem in Israel. Und wenn das so bleibt, mit solchen Reaktionen, mit so einer Wut, mit so einem Rachengefühl, es wird einfach irgendwann kein schönes Ende für Israel sein. Und vielen Dank für eure Geduld. Ja, gerne. Ja. Da hast du natürlich recht. Das Problem ist nur, dass der Zorn Gottes öffnet sich ja über beide Parteien, sowohl über die Palästinenser als auch über die Juden. Du siehst ja, dass sie sich gegenseitig töten. Das heißt, der Zorn Gottes ist auf beide Seiten. Und der Herr Jesus sagt ja auch, dass am Ende der Zeiten im Israel
unter Beschuss kommt und der Herr seine schützende Hand über Israel wegnehmen wird, sodass die Muslime sich zusammentun werden, die muslimischen Länder und Israel angreifen werden. Zacharia Kapitel 13, Vers 8, der Prophet Zacharia zeigt uns, dass Israel angegriffen wird in der Endzeit von den Muslimen. Zwei Drittel von ganz Israel wird umgebracht, getötet von den Muslimen. Der letzte Drittel wird übrig bleiben und zum Herrn Jesus schreien und der Herr Jesus kommt zurück, um diesen Angriff der Muslime dann zu beenden. Das ist der Lauf der Dinge, was die Bibel uns sagt. Aber bis dahin würden sich beide Seiten die Köpfe einschlagen und du kannst nichts dagegen tun. Und der Antichrist wird kommen in Israel, in Jerusalem, im Tempel. Der dritte Tempel wird gebaut werden. Die Al-Aqsa-Moschee und so weiter wird alles zerstört werden, weil da kommt der dritte Tempel hin. Das wird auch nochmal die islamische Welt komplett auf den Kopf stellen. Die werden mit Hass auf das reagieren, dass Israel den dritten Tempel baut und die Al-Aqsa-Moschee und so weiter alles entfernt. Und das ist der Lauf der Linie. Das ist aber nicht so, dass du jetzt denkst, dass der Gott der Bibel seine eigenen Leute schützt. Nein, du siehst, dass er es erlaubt, dass die Palästinenser auch die Israeliten töten. Der schützt sie nicht. Es wird noch schlimmer werden. Der Herr wird sogar zwei Drittel von ganz Israel nicht schützen und dem Tod preisgeben, dass die Muslime sich töten werden. Weil sie nicht zum Herrn Jesus kommen und sich nicht bekehren, die Juden. Deswegen müssen sie durch die Hölle noch durchgehen, noch bald hier auf der Erde. Aber dieses Land, was dieses Stück Land da waren eben die Glaubensväter von Israel, David, Abraham, Mose und so weiter und so fort. Ne? Und das Land ist dann halt im Endeffekt für diese letzte Drittel der Juden, die übrig bleiben, gegeben und der Herr Jesus wird auch da aus Israel regieren über die ganze Welt, wenn er zurückkommt. Aus Israel mit dem letzten Drittel. Da kann keiner was dagegen tun. Auch die Muslime, wenn sie sich dagegen stellen, die werden niedergeschlagen werden. Der Herr Jesus selber wird diesen Kampf antreten. Und da kann keiner sich dagegen stellen. Das ist die traurige Bilanz, die aber kommen wird. Und keiner kann sich sich freimachen davon. Aber wir sprechen jetzt schon von der Apokalypse. Mit euch, wir haben echt viele Ähnlichkeiten mit euch. Also das, was du gerade erzählt hast, das haben wir ganz, also 90%, was du erzählt hast, ist genauso, was wir da drin haben. Das ist krass, das wusste ich aber nicht. Vielen Dank für die Informationen, das wusste ich gar nicht über den Christentum, dass man so viele Informationen drin wie bei uns. Nur bei uns, Jesus, natürlich wird er auch zurückkommen. Aber wir werden uns an ihn anschließen. Ja, ja, ist eine komplett andere Prophezeiung als das, was die Bibel sagt. Ne? In der Bibel kommt der Herr Jesus zurück, um die muslimischen Angreifer zu eliminieren auf Israel. Also das geht gegen euch. Unser Herr Jesus wird diesen Angriff von euch zerschlagen und sein Volk beschützen am Ende der Zeit. Aber zwei Drittel von Israel werdet ihr töten. Das gibt er frei, der Herr Jesus. Diese zwei Drittel will er nicht haben. Ne, die könnt ihr töten, das ist kein Problem. Aber den letzten Drittel, den wird er schützen. Und das steht in Zacharia, Kapitel 13, Vers 8. Das kann jeder jetzt kurz lesen. Auf jeden Fall, ich kann dir versprechen, wenn Jesus kommt, ich bleibe Muslim, aber ich schließe mich an ihn an. Das weiß ich. Ja, wenn du aber mit einem falschen Jesus rechnest, dann geht deine Rechnung leider nicht auf und der Herr Jesus wird dich richten. Du musst schlau sein und den richtigen Jesus wählen. Entweder der Jesus aus der Bibel oder der Jesus aus dem Koran. Einer ist falsch. Liegst du bei dem einen falsch, wird der Jesus, der zurückkommt, dich richten. Also wir haben auch in unserer Religion den Antichrist und der richtige Christ. Und für den Antichrist gibt es ganz genaue. Aber ich glaube, der Konflikt momentan ist mehr politisch. Also es ist auch religiös, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber der Konflikt gerade, der wird auch nicht politisch gelöst, das stimmt. Und der hat diese Eskalation, die nimmt eine ganz andere Richtung, weil die Regierung, die gerade regiert in Israel, die spricht mehr über Religion als über Politik. Ja. Das stimmt. Und das kann wirklich eine große religiöse Eskalation haben. Ich möchte nur was sagen, weil jemand hat einen Kommentar geschrieben, was hat Hamas mit Zivilisten zu tun, weil ich habe darüber geredet. Hamas sind unter den Tunneln, die wurden gar nicht bombardiert. Momentan die Leute, die sterben in Gaza, das sind alle Kinder und Frauen und Leute, einfach normale Leute. Die anderen, die Raketen von Israel, die kommen gar nicht an Hamas an, weil Hamas sind versteckt unter den Tunneln. Hey, Bruder Reza,
Ja, beide Seiten werden moderiert, leider getötet. Ja, es sollen ja über mehrere tausend Tote schon sein, ne? Ob das jetzt über mehrere tausend Tote nein, schon. Die Leute sich falsch verstehen, dass der Herr Jesus oder Gott der Bibel sein Volk einfach so schützt, egal ob die jetzt gottlos sind oder nicht. Nein. Lies mal bitte kurz 2. Samuel Kapitel 24 ab Vers 15 für uns vor, damit die Zuschauer eben auch ach, bemerken. Kannst du mal lesen? Ja, warte, 2. Samuel, war? Ja, 2. Samuel Kapitel 24 ab Vers 15, damit die sehen, dass der Herr Jesus selber also die Juden eliminiert. Das sind nicht die Palästinenser. Der Herr Jesus erlaubt das, dass die Palästinenser die Angriffe starten. Das sind alles, ne, Züchtigungen vom Herrn Jesus Christus über sein Volk, weil das Volk sich nicht bekehrt. Und deswegen haben die keinen Schutz. Aber und das wird noch schlimmer werden. Der Herr Jesus wird seine Schutz in Hand zurücknehmen. Ja, bitte. Darf ich dich bitte was fragen? Ja. Ihr sagt jetzt in eurer Religion, dass Jesus ist ein Gott, aber ja, wenn ich es verstehen habe, weil du hast gerade gesagt, dass Jesus schützt seine Leute, das wäre immer noch, du hast Gegenwart gesprochen. Ja. Aber wie kann jetzt in ganzer Bibel, wenn man sucht, da hat Jesus niemals sich genannt als Gott, der hat sogar gebetet. Oh. Und für wen hat er sich gebetet? Das sage ich dir gleich, wo der Herr Jesus sagt, er ist Gott. Das, gleich kommt es. Aber Bruder Axel, lies mal bitte, dass der Herr Jesus selber Israel tötet. Wenn die war gottlos das 2. Samuel nochmal, 2. Samuel. Kapitel 24 ab Vers 15. 24 ab Vers 15, okay, geht's los. Dann sandte der Herr eine Pest unter Israel vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit. Und es starben vom Volk von Dan bis Perseba 70.000 Mann. Und als der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte, um es zu verderben, da reute den Herrn das Übel, und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk verdarb, genug, zieh jetzt deine Hand ab. Der Engel des Herrn war aber bei der Tenne Arvanas des Jebusitas. Und als David den Engel sah, der unter dem Volk schlug, sprach er zu dem Herrn und sagte, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Es sei doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters. Ja, jetzt das reicht. Ne? Also du hast gesehen, der Engel des Herrn hat seine Hand gehoben und hat 70.000 Juden getötet. Das, weißt du, wer der Engel des Herrn ist? Anam 25 in der Bibel. Weißt du, wer der Engel des Herrn ist? Nee. Das ist der Herr Jesus in einer anderen Form auf der Erde. Aber ich dachte, der ist der Herr. Ja, der Engel des Herrn ist der Herr selbst. Wie kann sein? Malach Adonai ist Adonai selber, der Herr selber, Yahweh. Aber zu wem hat Jesus dann gebetet? Der hat jemand angebetet, also der hat gesagt in Bibel, ich bete mein Gott, oder der hat mich geschickt. Ja, oder, ja weil der Mensch wurde. Ja, genau, weil der Mensch wurde, hat er zum Vater, als Mensch zum Vater gebetet, als Vorbild für uns, alle Menschen. Aber als Gott braucht er nicht zu beten, als Gott spricht er zum Vater direkt. Der Gottsohn spricht zum Vater direkt. Die sprechen miteinander innerhalb der Gottheit und der Heilige Geist. Auf jeden Fall, ich muss mich von euch entschuldigen. Wirklich, ja. Ich wollte wirklich weiter mit euch machen. Ich wollte nur diese Reaktion, also diese Kommentar machen über die politischen Themen, weil ich muss leider morgen arbeiten. Aber vielen Dank, dass ihr mir so einen Space gegeben habt. Komm wieder, dann zeige ich dir die ganzen Prophezeiungen, wie das noch weitergeht mit Israel, dass das schlimmer wird. Ich zeige dir alle Prophezeiungen aus der Bibel. Komm wieder, Ich werde euch alle followen. Im nächsten Live bin ich dabei, das kann ich versprechen. Okay, sehr schön, sehr schön. Danke. Gott segne dich, gute Nacht. Vielen Dank. Schön. Danke, ciao. Gas. Ja, warte, Daniel ist ja die ganze Zeit drin, ne? Der hat ja nicht geredet. Ja, Daniel. Hallo. Hallo, Daniel. Grüß dich. Schönen Abend euch alle. Oh. Ja, danke dir auch. Ich wollte sagen, kennt ihr diese muslimischen TikToker, diese Al-Wadin, diesen Joker, kennt ihr diese Truppe? Ja, klar. Die ist auch so ähnlich wie ihr in so einer Konsulation und die sind halt auch so quasi live zu fünft oder so. Aber so, ich sehe jetzt hier diesen Kontrast zwischen euren Live und deren Live. Ja. Und ach du Scheiße, das ist ja richtig, das ist ja irgendwie hier im Live, hier kommen Christen, die kommen mit richtigen Fragen
und versuchen aufgeklärt zu werden, auf, in Anführungszeichen. Man merkt, ja. ihr habt auch richtig Ahnung, ihr seid, aber dort drüben, da geht's ja nur um Hetzerei. Ja, ist das aber, leider so. Ist das, also, kennt ihr diese Szene dort? Ja, wir kennen die Leute. Ja. Habt ihr auch mal mit denen irgendwie debattiert oder so? Ja, wir haben da schon Gespräche geführt. Der Joker konnte bis heute noch meine Fragen nicht beantworten. Und der ist ja noch immer hier am Suchen. Er kann nur lügen. Mehr kann er nicht. Und Menschen, die lügen, haben kurze Beine und deswegen, ja. Ja. Und der Risa hat auch was dazu gesagt. Danny, also alle. Jetzt ignorieren wir diese Menschen, weil es keinen Sinn hat, ne? Achso, einfach, ihr ignoriert die jetzt einfach? Ja. Nee, weil irgendwie. Die verbreiten ja, das sind ja einfach nur skrupellose, das sind ja einfach richtige, eklige Lügen, die erzählen, so. Komplett aus dem Kontext gerissene, falsche Übersetzungen, die einfach so verbreiten. Das ist ja. Ja, aber die haben das Recht dazu, ne? Die haben alle Recht dazu, solche Sachen zu tun. Jeder Mensch hat das Recht dazu, zu sündigen und zu lügen und sowas zu tun. Und am Ende wird abgerechnet. Wenn der Herr Jesus mit den Leuten ins Gericht geht, dann wird Abrechnung kommen. Das ist krass. Aber, das ist ja. Die werden alle im Feuer landen. Alle. Die werden alle im Feuer landen. Hast du gesehen, was der Hamm wieder gemacht hat? Der hat sich so eine Perücke aufgesetzt, so eine Clown-Perücke. Und dann hat er so komische Geräusche von sich gegeben und meinte, ich bin Clown, das ist so krank, ne? Das ist so krank. Nein, der war ja ein paar Mal auch in meinem Stream und ich habe ihm das ja erklärt, seine Fragen. Und am Ende des Streams habe ich ihn gefragt, weißt du jetzt noch, was ich dir geantwortet habe auf deine Fragen? Kannst du dich noch erinnern? Und er konnte sich nicht mehr erinnern. Das heißt, es ist umsonst. Ja. Du kannst, als ob du mit der Wand redest. Ja. Da kommt die können nichts behalten. Krass, ja. Aber wie wäre das nicht so ein schlauer Schachzug, einfach mal einmal mit denen an den Tisch zu gehen, irgendwie komplett alles zu widerlegen, also komplett frei und dann einfach, versteht ihr? Ja, habe ich schon mal versucht. Ich habe das mit Hamdi zum Beispiel versucht. Ich habe ihn reingelassen und ich will reden. Er schreit rum. Er beleidigt dich, A bis Z, deine Eltern, alles und dann schreit er noch rum. Das hat keinen Sinn. Der ist ja auch mit diesem Joker da die ganze Zeit. Und dieser Joker ist auch nur am Schreien, am Entertain macht. Das sind doch keine Menschen. Das sind nur niemals gelehrt. Das ist nichts. Das sind irgendwelche Leute, die sich wichtig fühlen und einfach so Bibelwidersprüche googeln, die keine Widersprüche sind. Ja. Und das ist so heftig. Mit diesen Leuten hat das gar keinen Sinn. Das ist die größte Zeitverschwendung, mit solchen Menschen zu reden. Aber die allergrößte. Ja. Das ist sinnlos, weil wie ich schon sagte, ich habe deine Fragen alle beantwortet und der konnte nach 5 Minuten sich nicht daran erinnern, an die Antworten, was ich dir dann lohnt sich ja nicht mehr. Das ist krass, ne? Ja, ja. Also ich bin selber jetzt nicht der Belesenste, also nicht jetzt wie ihr quasi, aber so ich rede manchmal mit denen und irgendwie, ich weiß nicht, die so, selbst ich könnte die auseinandernehmen, also ich könnte alle deren Fragen beantworten, ganz normal. Also ich finde das einfach nur krass, weil so die denken, die sind so, das stimmt und so. Die locken ja auch Leute an und die fehlleiten ja, das ist krass. Ja, aber die haben das Recht dazu, ne? Der Jesus sagt ja auch, lass dir alles zusammen wachsen. Am Ende werde ich den Schnittern sagen, den Engel zu schneiden. Ne? Wir müssen alle wachsen, da wird nichts, also da wird auch nichts dagegen getan. Ne? Das soll so sein. Der Jesus erlaubt das, damit die Verführung vollkommen wird und auch die verführt werden sollen, verführt werden. Und die bewährt sind, die werden auch bewahrt. Krass, ja. Ja. Der Herr Jesus erlaubt eben dem Bösen auch zu agieren. Der schaltet das Böse nicht aus. So wie im Garten Eden. Der Herr hätte natürlich die Schlange ausschalten können, aber hat das nicht getan. Der Test musste so kommen, wie es kommen sollte. Ja. Nee, das ist krass. Das ist so, als wenn du jetzt weißt, du hast eine Frau. Natürlich, du könntest alle Männer der Welt töten, dann würde deine Freundin dir nicht fremd gehen. Verstehst du? Ja, aber weil da keine Männer sind. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Das müssen alle Männer da sein. Alle Männer müssen deine Freundin also anquatschen und die muss sich dagegen wehren, um dir die Treue zu zeigen, richtig?
Ja, richtig. Ja. Das ist doch keine Herausforderung, wenn kein Mann auf der Erde ist, dass deine Freundin dann nicht fremd geht. Ja, super, super Treue. Stimmt, die Treue wird sich erst bewiesen in der Verführung. Genau. Da wird die Treue erst vollkommen. Ja. Das heißt, die Verführung hat ihre Daseinsberechtigung. Der Satan hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Mutter Resa, eine sehr wichtige Frage ist im Chat. Warte, Paulus, bitte Resa, der Tempelbau vor oder nach der Entrückung? Was ich sagen kann, da kannst du gleich was zu sagen, Bruder Resa. Ja. Wie ich das verstanden habe, ist es so, der Tempelbau, ne, wird ja bald kommen, sowieso der dritte Tempel. Wann er passiert, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn der Bau getätigt ist, eins weiß ich, was ein Fakt ist, der Antichrist, der sich in diesen Tempel setzen wird, da sind wir schon entrückt. Ich weiß nicht, ob wir aber den Bau erleben oder den Bau fertig sind, das weiß ich nicht. Ob wir da noch da sind oder schon entrückt sind. Nur bei vor den Antichrist sind wir entrückt, das weiß ich. Ja, genau. Also wir wissen nicht, ob wir schon vor dem Bau oder mitten im Bau des dritten Tempels oder am Ende des Bau des dritten Tempels entrückt werden. Was wir aber wissen ist, dass wir entrückt werden, bevor der Antichrist, also die Stunde der Versuchung kommt, aus Offenbarung 3, Vers 10. Da müssen wir schon weg sein. Die Gemeinde muss da weg sein. Der Tempel zunächst erstmal ist unwichtig. Nur der Antichrist, da dürfen wir nicht in diese Zeit hineinkommen. Ne? Aber ich meine, auch den Bau des dritten Tempels werden wir nicht mitbekommen. Dementsprechend müsste ja die Entrückung sehr nahe sein, weil die sind ja kurz davor, den Tempel zu bauen. Es kann jeden Tag losgehen. Ja. Dann ist die Entrückung ja noch näher. Also so sieht die Situation gerade aus. Ja, für uns. Also wir müssen vorbereitet sein. Ne? Mit vorbereitet heißt nicht, dass wir jetzt noch rausgehen und schnell so viel wie möglich evangelisieren, damit wir als würdig erachtet werden. Nein. Oder gute Taten tun, armen Leuten helfen. Nein. Mit vorbereitet meine ich, wiedergeboren zu sein. Das ist die Vorbereitung. Genau, Amen. Nicht die Werke, sondern die Wiedergeburt. Das ist die, wenn wir vorbereitet sind, dass der Herr Jesus uns abholen kann. Aber Bruder Resa, weißt du, was richtig krass ist? Beispiel. Der Herr meint, wir sollen es noch erleben, dass der Bau geschehen soll, ne? Und wir sehen diesen Bau des Tempels als Beispiel. Ja. Ey, weißt du, wie krass das dann ist, dass du weißt, dass es geht gleich los. Aber jetzt, jede Sekunde kann es jetzt schon losgehen. Aber ich meine nur, du siehst es nochmal. Ja, das wird dann sehr akut werden und dann würden wir auch, glaube ich, langsam die Herzschläge bei uns Wiedergeborenen höher schlagen, weil dann wisst man, wie nah die Entrückung ist. Ja, ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir da noch schlafen können. Und dann würden wir alle aufgeregt sein, ne? Total in Aufregung, aber ich glaube nicht, dass er uns... Da kommt jetzt ein neuer Gast von Daniel. Glaube ich auch. Ich tue dich dann mal runter, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Ja, danke, ne? Ich wollte Danke sagen. Okay. Den Herrn. Der Herr segne euch. Danke dich auch. Gottes Segen, Daniel. Jo, schönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Ciao. Ciao. Glas Entertain, du bist wieder hier. Hast du eine Frage? Weil du hast dich privat angeschrieben. Ja, ich hätte zwei Fragen. Und zwar jetzt zum Thema Wiedergeburt. Wie definiert ihr Wiedergeburt? Bruder Reza kann es sehr, sehr gut erklären. Die Wiedergeburt, es ist ja so, dass der Mensch, jeder Mensch auf der Erde, 8 Milliarden Menschen ja geboren werden, fleischlich einfach in eine Familie hineingeboren werden und irgendeinen Glauben annehmen, was die Familie schon angenommen hat. Das ist die erste Geburt. Die zählt nicht für Gott. Für Gott zählt die zweite Geburt, die Wiedergeburt und diesmal aus dem Geiste Gottes. Das heißt also, du musst im Heiligen Geist geboren werden, aus dem Heiligen Geist gezeugt werden. Und das ist aus Gott gezeugt, das ist die Wiedergeburt, das ist die neue Geburt. Das spricht ja der Herr Jesus an in Johannes 3, Vers 3. Da sagt der Jesus, wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt also, du musst dich selbst und der Welt und der Sünde absterben in Reue vor dem Herrn Jesus Christus, indem du vor ihn trittst, am besten heute Nacht, gleich, jetzt, sofort. Und du dein altes Leben
vor ihm bereust, deine ganze sündige alte Natur, was du bist, was du getan hast in deinem Leben. Du siehst das ja selber ein, dass du ein Sünder warst, dass du unheilige Sachen getan hast, die Gott gesehen hat die ganze Zeit. Das bereust du vor ihm. Dann stirbst du der Sünde ab, weil du ja alle Sünden ja abstirbst. Du musst ja die komplette Palette der Sünde absterben. Das heißt, Lügen, Betrügen, Morden, Lästern, alles, was unheilig ist und böse ist, das musst du alles absterben und bereuen vor dem Herrn Jesus Christus. Und dich selbst, dass du egoistisch warst, ja, dass du hochmütig warst, dass du stolz warst, obwohl du ein Niemand bist vor Gott. Ja. Das musst du alles bereuen und absterben. Und dann bekommst du den Heiligen Geist und folgst dann ab dem Zeitpunkt dem Herrn Jesus Christus nach und du bist dann nicht mehr dein eigener Herr, sondern wer ist der Herr ab dem Zeitpunkt? Der Jesus Christus. So sieht's aus. Wenn du es richtig machst, dann wirst du wiedergeboren. Wenn du es falsch machst, dann leider nicht. Dann schenkt dir Gott nicht die Wiedergeburt. Okay. Ist es dann wie ein anderer? Fühlt man das? Ist es dann irgendwie ein anderer Bewusstseinszustand oder? Ja, zunächst erstmal wird dir alle Sünden vergeben. Du bist dann leicht wie ein Feder. Klar, natürlich, wenn dir alle Sünden genommen werden in dem Zeitpunkt, dann fühlst du dich ganz rein, ganz leicht. Alle Sünden sind dir abgenommen worden und dann wie so ein Baby bist du frisch geboren. Okay, heftig. Ja, ich glaube, das hatte ich noch nicht. Ja, das befürchte ich. Das habe ich befürchtet, ja. Okay, und noch eine Frage. Was haltet ihr vom Jesus-Annahmegebet? Nein, du musst wahrhaftig absterben vor dem Herrn Jesus Christus. Keine Jesus-Annahmegebet-PDF-Datei runterladen, so im Internet. Das ist Schrott. Nein, nicht für mich, aber ich habe das miterlebt, dass dass ein Freund von mir jemand evangelisiert hat und dann mit ihm ein Jesus-Annahmegebet gesprochen haben. Das ist ja wie so eine App. Jesus-App-Annahme-App. Du musst diese App runterladen, Jesus-Annahme-App runterladen, dann anmelden dich bei holy-so-und-so.de und dann wirst du dann gläubig. Nein, das ist alles Schrott. Das meine ich eigentlich nicht. Das ist alles Schrott. Du musst vor dem Herrn Jesus Christus zusammenbrechen, weil du ein Sünder warst und bist. Und du hast die Hölle verdient. Und du nimmst seine Gnade in Anspruch. Obwohl du eigentlich die Hölle verdient hast. Das musst du tun von dem Herrn. Okay, verstehe. Keine Ablenkung. Verstehe. Und ich hatte noch eine Frage, muss kurz überlegen, was war das? Genau. Mein Kollege hat gemeint, ab dem Moment, wo man Jesus annimmt und sozusagen wiedergeboren wird, ist man gerettet. Stimmt das? Ja. Wenn du wiedergeboren bist, bist du ab dem Moment für das ewige Leben gerettet und du kannst auch nicht mehr abfallen. Du bist dann ein Kind Gottes für die Ewigkeit. Aber du musst dann halt wahrhaftlich wiedergeboren alles sein. Bereuen und ja, genau. Tun. Du darfst nichts zurückhalten, nichts. Du musst in das kalte Wasser springen, ohne zurückzuschauen. Okay, und dann konsequent durchziehen, oder? Ja, natürlich, du musst Buße tun. Da wirst, wenn es richtig läuft, normalerweise wirst du auch weinen, weil du eine neue Schöpfung geworden bist und du siehst die Wahrheit ein und du siehst dein ganzes dreckiges, altes Leben vor deinem geistigen Auge, wie so ein Film ablaufen, was du alles getan hast in deinem Leben. Und dann wirst du in Scham und Reue zusammenbrechen vor dem Herrn, wenn du Buße tust. Okay, heftig. Und dann bist du ein Teil von nur ganz wenigen Wiedergeborenen und du nimmst Abschied von dieser Welt, von Sündern und so weiter. Das war's. Da bist du nicht mehr ein Teil dieser Welt. Ab dem Zeitpunkt werden dich die Leute auch dann komisch anschauen, weil du dann andere Sachen von dir gibst. Und dann denken die, was ist mit dem passiert? Wer ist das denn? Das ist eh schon so. Also. Ja. Ich würde mal sagen, ich habe schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Bruder Reza. Ja. Der dämonisch Besessene, wo der Herr Jesus ihn den Dämon ausgetrieben hat, der saß denn ordentlich gekleidet zu Füßen bei dem Herrn Jesus. Ordentlich. Ja, genau. Und der Herr Jesus kann alle heilen. Alle. Ja, genau. Ja. Amen.
Ich hoffe mal, dass du das noch schnell hinter dich bringst, Kras. Du darfst das nicht hinausschieben, die Wiedergeburt. Ne? Ja, ja. Also sei jetzt an heute von neuem geboren. Das ist das Allerbeste, was du machen kannst, weil, stell mal vor, du lebst morgen nicht, Gott bewahre. Ja, und dann ist das so spät, ne? Deswegen entscheide dich jetzt. Was in diesem Leben ist, nichts wird dich in diesem Leben halten. Kein Geld, kein Fame-Status, kein nichts. Nicht mehr die Familie, nichts hält dich hier. Deswegen, nackt bist du gekommen, nackt wirst du gehen. Denk an diese Worte. Nackt bist du gekommen und nackt wirst du gehen. Aber denk dran, ohne den Herrn Jesus, dann ist es verloren. Dann ist es vorbei. Okay, okay. Also, nimm das ernst, ja. Das soll das Ernsteste sein, was du je in deinem Leben getan hast, Graz. Ja, ich habe richtig Gottesfurcht gerade. Ja, sehr gut, sehr gut. Dann wird es auch hoffentlich gut laufen. Ja, hoffe ich. Also aufrichtig Buße tun, Reue zeigen. Geh ins Gebet. Das Gebet wird dir sehr, sehr viel helfen. Frag Gott, wenn du irgendwie unsicher bist. Gott fragen. Gott wird dir antworten. Weil wenn du ein echter Suchender bist, wird sich Gott dir offenbaren. Wenn wer anklopft, dann wird Gott die Tür öffnen und dich hereinlassen. Gott ist schon vor deine Tür und klopft eigentlich schon bei dir an. Du musst eigentlich jetzt nur öffnen und ihn hineinlassen. Ja, das werde ich machen. Vielen Dank euch Leute, gell? Danke mal den Herrn. Gottes Segen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn was ist, du kannst gerne schreiben, ne? Live kommen, hochkommen, Fragen stellen, das ist kein Problem, ne? Ich hab euch beiden eh geschrieben, weil. Ja. Wegen meinen Kollegen, weil der hat auch ein sehr gutes Herz und vielleicht. Ja, auch er muss Böse tun, ne? Aber wenn ich schon höre, dass er Dämonen austreibt, dann ist das schon übel. Der muss unbedingt Buße tun und das sein lassen. Also wie gesagt, kein Wiedergeborener jetzt kann Dämonen austreiben. Wenn jemand Dämonen austreibt, dann ist er nicht wiedergeboren. Dann ist okay. Er mit dem Teufel im Bunde. Okay. Nämlich sein Zeugnis ist halt, dass er kurz vorm Tod halt Jesus in sein Leben gekommen ist und so. Und dann hat er die Bibel studiert und jetzt glaubt er halt, dass er. Ja, ein falscher Jesus. Weil es kann ja nicht sein. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 14. Der Teufel verkleidet sich gerne als Engel des Lichts. So sieht's aus. Weil die Schrift darf ja nicht dem Jesus, dem er begegnet ist, widersprechen. Die Schrift hat ja immer recht. Das ist so, als wenn ich sage, ja, ich habe gestern Nacht von Jesus geträumt und der Herr Jesus hat gesagt, du musst nach Afrika gehen. Die afrikanischen Schamanen sind meine wahrhaftigen Nachfolger. Diese ganzen Christen und so, die sind alle dumm. Du musst Magie betreiben, damit du zu mir kommst. Ja, was? Was ist das für ein Jesus, den ich geträumt habe? Ist das Jesus aus der Schrift? Hm. Nee, stimmt. Ne? Weil jeder kann kommen und sagen, Jesus ist mir begegnet im Traum. Was für ein Jesus? Ein Jesus, der Bibel widerspricht. Also der Jesus, der in der Bibel sagt was anderes und der Jesus im Traum sagt was anderes. Wer hat denn recht? Welcher Jesus ist denn der richtige? Gras. Der aus der Bibel. Natürlich. Weil da kann ja jeder kommen mit seinem Jesus aus seinen Träumen. Ja, stimmt. Was haltet ihr von der Schlachterbibel? Ja, ist eine gute Übersetzung. Sehr gut, ja. Okay, gut. Aber ja, nicht ablenken, du hast mit Schlachterübersetzung nichts zu tun. Du musst wiedergeboren werden erstmal. Ich glaube, das werde ich jetzt machen. Ja, sehr gut. Das ist sehr, warum sehr denn gut. Heute sehr noch? Ja, natürlich gleich, jetzt. Geh in dein Kämmerlein, schließ alles an, ab und dann geht's los mit der Reue. Soll ich mich hindern lassen? Ja, genau. Keine Ablenkung, keine Hindernisse. Zumachen die Tür. Handy ausmachen am besten in dem Moment, wenn dich jemand anruft, du abgelenkt wirst. Ja, ja, der Teufel wird versuchen, das zu verhindern. Sei aber allein. Du darfst dich nicht ablenken lassen. Okay, passt. Dann werde ich das mal versuchen durchzuziehen. Alles und klar, danke euch. Danke für alles. Euch auch Gottes Segen. Betet für Gras Entertainment. Bis bald, danke, mein Lieber. Danke. Gott segne dich. Danke euch auch. Ciao.
Ciao. Danke sehr. Ciao. Ja, dann, ihr Lieben, ne, ins Gebet. Ja, ich bete für ihn, ne? Das ist auch sehr wichtig. Ja, genau. Betet viel und das jetzt schon. Ne? Genau, Allah, jetzt schon es gibt nur einen Gott. Boah, ihr die, Kuffer, da kommt schon der Teufel. Ja. Zu spät. Wir haben schon alles durchgekriegt. Der kam eine Sekunde zu spät. Allahu Akbar. Der Herr hat ihn zurückgehalten. Ist das nicht der Abu Maji? Kein Israel. Abu Maji, bist du das? Abu, bist du das? Keine Sorge. Sind wir schon passiert? Das ist der Abo, ja. Alter. Machen die mir TikToks und dann, wenn ich richtig kriege, seht ihr, was passiert, ne? Was passiert denn? Oh, nee, das ist dann da. Und wie töten keine Frauen und Kinder wie bei euch? Habt ihr gesehen? Die Tante von euch, hab ich schon gesehen. Sicherheitsminister oder was auch immer. Ja, über die Politik von Israel wollen wir nicht diskutieren. Beide Seiten müssen die Waffen niederlegen, Buße tun, umkehren. Ja, jetzt müssen beide Seiten die Waffen niederlegen, ne? Aber davor müssen die Palästina rausgehen, ne? Gar keiner muss rausgehen. Die Palästinenser und die Israeliten sollen zusammen leben in Frieden und sich bekehren zum Herrn Jesus Christus und ihre Feinde lieben und dann wird alles gut. Aber solange sie nicht mit dem Herrn Jesus gehen, haben wir diese Schlachterei. Johannes 35. Lies mal erstmal deine eigenen Bücher, bevor du sagst zum Herrn Jesus Christus. Okay, dann lass uns mal kurz lesen, unsere eigenen Bücher. Ihr Lieben, lies mal bitte kurz Hesekiel 11, Vers 17 für uns alle. Er hat uns aufgefordert, unsere Bücher zu lesen. Lass uns mal schauen, was Gott Israel sagt. Hesekiel 11, Vers 17. Lies doch erstmal Johannes 35, Vers 17. Oder nicht? Kann jemand das vorlesen? Ja, warte. Ich guck mal. Lass mal schauen, was Gott sagt über Israel. Matthäus 26, 39. Guck mal, ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Warte doch mal, Abu Maji. Bruder Reza, was hast du nochmal gesagt? Hesekiel 11, Vers 17. Warte. Ja, klar. Wer war eigentlich Paulus und so? Waren da nicht irgendwelche eure neuen Bücher, die 200 Jahre nach Christus doch, Abu Maji, bevor ich jetzt habe, ich gebe euch Plattform. Warte doch jetzt. Du hast doch gesagt, ihr sollt unsere Schriften lesen. Da geht er auf einmal raus. Was redet der an Plattform? Was redet der da? Der hat doch gar keine Zuschauer, den guckt doch keiner. Der ist so unbekannt. Der ist in deinem Livestream und sagt, ich lese einmal vor. Der ist so unbekannt hier auf TikTok. Kaum einer kennt ihn, ich gebe euch keine Plattform. Was redet der da? Das sind größenwahnsinnig, die Leute. Ne? Ich würde ja verstehen, wenn der so 30.000, 40.000 Abonnenten hätte. Und wirklich immer 1.000 Zuschauer hätte, aber wenn der live geht, hat er vielleicht 3-4 Zuschauer. Ja, seine Plattform ist so ein bisschen mickrig, ein Quadratmeter. Ich lese einmal vor, darum sprich, so spricht Gott. Der Herr, ich will euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, wieder zusammenbringen und euch das Land Israel wiedergeben. Mir fällt sogar ein Bibelvers ein, wo geschrieben steht, Jerusalem wird wie ein Taumelkelch umhergehen, ja, im Osten umhergehen und wird es aber zu den zurückigen, zu den damaligen Besitzer zurückgebracht. Ja, das ist in Sacharja. Das ist mir auch in meinen Kopf noch eingefallen, habe ich damals gelesen. Sacharja 12, Vers 2. Das kannst du direkt auflesen, das ist auch ein guter Vers. Ja, ich muss nicht mal nur wo. Zacharja 12, Vers 2, ja. Zacharja, warte. 5. Wo ist Zacharja? Da, Zacharja 12. Ja, Vers 2. Vers, sag nochmal, du warst weg. Vers 2. Vers 2. Ja, das meine ich. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsrum und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und weiter? 3. Vers 3. Vers 3. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laschstein für alle Völker mache,
machen werde. Alle, die ihn haben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Ja. Alle muslimische Länder, die ringsrum sind. Bruder David hat ein gutes Bild gerade. Wir sehen das. Schauen wir mal. Da ist Israel. Wir haben da Türkei, wir haben da Libyen, wir haben da Ägypten, wir haben Sudan, Saudi-Arabien, Irak, Syrien, Iran, Jemen, Oman. Guck dir das an. Überall komplett ein Kreis umlagert um Israel und alle wollen und alle muslimisch. Ich kann euch was zeigen. Die UN, da die haben doch alle so Gespräche und so weiter, diese großen Leute. Und die haben dann einmal geredet, wem gehört Jerusalem? Ja? Und so weiter. Und dann hat haben die ja mal gesprochen, gesagt, getan, nein, es gehört Palästina, nein, es gehört Israel, nein, es gehört. Und dann haben die sich am Ende entschieden, es gehört Israel letztendlich. Aber alle muslimischen Länder sagten Palästina. Und das ist es. Die reißen sich alle um Jerusalem, also beziehungsweise um Israel, wen was gehört. Wie es in der Schrift steht. Wie ein Taumelkelch umher. Ja, genau. Aber nochmal zurück zu dem Vers von Hesekiel 11, Vers 17, eben diese Prophezeiung, die genau, akribisch genau in Erfüllung gegangen ist, 1948, als der Herr eben, was heißt 1948, generell, mit der Zeit hat der Herr ja alle Juden aus allen Ländern zusammengesammelt und wieder zurückgeholt da nach Israel. Nicht in den Staat Israel, in das Land Israel. Dieser Staat Israel ist nicht vom Herrn. Aber das Land Israel und die Juden, die sollten zurückgebracht werden in dieses Land hinein. Ne? Ja. So sieht's aus. Und ja, wird noch reingefahren. Hallo? Ja, Bruder Danny. Ich wollte kurz sagen, ich gehe dann raus, ne, weil ich muss jetzt auch morgen früh aufstehen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall Gottes Segen. Ihr könnt ja weitermachen. Gesegneten Stream, ne? Und eine gute Nacht. Gottes Segen. Und betet jetzt gerade, wie die Menschen, die das Wort Gottes gehört haben und das noch nicht ganz angenommen haben. Und gerade Menschen, die es gerade annehmen möchten, betet für die. Vergiss das Beten nicht. Das Beten ist das A und O. Gottes Segen, meine Lieben. Gottes Segen. Ja, der eine, der jetzt noch da reingekommen ist. Hast du noch eine Frage? Jonas. Eine Frage. Reza, erstmal, wie geht's dir? Ganz gut, danke. Und dir? Auch gut. Wie geht's deinem Bruder? Ja, dem geht's immer gut. Schlechten Menschen geht's immer gut. Ne? Schlechten Menschen geht's immer gut. Das dem ist dein Bruder. Gut. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber es scheint irgendwie, dass der Herr ihn doch liebt. Ne? Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich mag deinen Bruder richtig, ja? Der ist in Ordnung. Und dann bist du einer der wenigsten der Menschen, die ihn mögen. Wenigsten? Ja. Ja, der hat auch viele, die ihn nicht mögen, ne? Ja, allerdings, hast du recht, ja. Isa, ich habe mal eine Frage. Ja, und zwar, was ich bin gerade erst reingekommen, vielleicht habt ihr sogar schon darüber geredet. Was hältst du persönlich davon, was Israel jetzt vor kurzem mit Palästina gemacht hat wieder? Ja, schlimm. Beide Seiten schlimm. Ne? Ja, ne? Ja, du sollst nicht töten, heißt das ja, ne? Im vierten... nicht im vierten, also in den 10 Geboten, du sollst nicht töten. Und beide Seiten halten sich nicht daran. Ja, und deswegen kommen die in diese Bedouille rein und werden sich die Köpfe einschlagen. Und dass diese Spirale geht immer weiter und immer weiter, Blut vergießen auf beiden Seiten, bis es sich dann in einen Weltkrieg sozusagen mündet. Ja, klar. Aber dieser Krieg besteht ja auch schon so seit so vielen Jahren, ne? Ja, aber der wird jetzt richtig Fahrt aufnehmen demnächst, wenn die Gemeinde entrückt ist. Wenn wir entrückt werden vom Herrn Jesus Christus, dann wird es erst richtig schlimm werden mit Israel, ne? Ja, ich verstehe das echt nicht. Das ist alles so unnötig, dieser Streit da zwischen den beiden, ne? Ja, natürlich. Ja. Weil beide aber, nicht bekehrt sind. Weil aber ich sag dir ganz ehrlich, Palästina ist auch doof. Cool. Zum Beispiel, wenn die angegriffen werden, die greifen zurück an, obwohl die wissen, dass sie gar keine Chance haben. Ja. Die hoffen, dass die anderen muslimischen Länder mitziehen auf einmal, aber bis jetzt kommt keiner nach. Aber selbst wenn, das wird trotzdem nichts bringen. Israel hat Amerika an der Seite. Ja, diese Länder, doch, 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 doch.
In der Bibel steht ja, dass es doch was bringt. Wenn die muslimischen Länder alle sich zusammentun und Israel angreifen werden, dann wird Israel also fast am Rande der Vernichtung gebracht. Ne? Sacharja 13, Vers 8, zwei Drittel von ganz Israel wird getötet werden. Ja. Gerade weil die muslimischen Länder sich zusammentun und Israel angreifen. Ja, stimmt. Ja, wenn die sich alle zusammenpacken würden. Ja, wenn die sich alle zusammenpacken würden, dann wäre es schon gefährlich, ne? Ja, sicher. Klar, allein eine Anzahl von Menschen, die da marschieren könnten, das sind ja aber Millionen Menschen, die auf dem Land marschieren können. Ja, klar. Ja, ja, aber nicht alle muslimischen Länder sind ja auch verfeindet mit Israel. Zum Beispiel Marokko, ne? Ich bin ja, ja. Marokkaner. Ja. Die sind ja total dicke mit Israel, ne? Ja, die Regierung, aber die Marokkaner selber, ne, die Muslime, nee, die mögen Israel nicht. Die sind mit den muslimischen Brüdern, da mit Hamas. Ja, stimmt auch. Genau. Ja, die Regierungen sind ja zusammen, ja. Die Königsfamilie da von Marokko ist ja auch so eine Satansfamilie. Die sind mit der Elite zusammen. Elite. Deswegen siehst du ja auch das Pentagramm, das satanische Symbol Pentagramm auf der Fahne von Marokko. Ganz fett, ganz, ganz dreist, frech. Dieses magische Symbol, ne, von Satan, das Pentagramm nennt sich das. Meinst du diesen Stern, der da drauf abgebildet ist? Ja, das ist nicht nur irgendein Stern, das ist das Pentagramm. Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges, mächtiges satanisches Symbol, schon seit eh und je gewesen. Na ja, klar. Das benutzen die Magier, eine Schwarzmagie. Ist hart, ne? Auf jeden Fall. Ja, da wird noch der dritte Weltkrieg ausbrechen. Viele Menschen werden sterben. Alleine beim Öffnen des ersten Siegels aus Offenbarung Kapitel 6 werden 2 Milliarden Menschen tot sein. Und das ist der Beginn der Apokalypse, der Gerichte Gottes auf diese Erde, auf die Menschen. Da steht, ein Viertel der Menschheit wird sterben, Offenbarung Kapitel 6. Ja. Zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und Pest, Seuchen und so weiter, dass ein Viertel der gesamten Menschheit drauf geht. Und wir sind gerade bei Offenbarung Kapitel 6, das ist am Anfang. Da kommen ja noch Offenbarung Kapitel 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja. 17. Ja. Da kannst du vorstellen, was auf die Menschheit demnächst hier zukommen wird, wenn die die Entrückung verpassen. Und die Entrückung ist sehr nah. Ja, da geht immer mehr alles kaputt, ne? Ja. Bist du denn schon mal mehr an Jesus? Nee, also ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast. Ich habe jetzt auch öfters mal mit Amir geredet. Also aus dem Islam bin ich auch ausgetreten. Okay, ne? Das ist sehr gut, das ist der erste Schritt. Jetzt musst du auch den nächsten Schritt gehen, ne? Ja, ich habe ja gesagt, ich werde stecken bleiben. Ich hab deinem Bruder schon gesagt, ich werde mich jetzt demnächst auch beschäftigen damit, ne? Ja, sehr gut. Ja, aber auf jeden Fall, ich sagen, gab es Sachen, damit kam ich gar nicht zurecht, ne? Besonders, wo ich mir die ganzen Videos von deinem Bruder angeguckt habe, da habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Schlimm, ne? Ja. Ja. Dass die Wahrheit ist immer sehr unangenehm. Schockierend. Wie war das eigentlich bei dir, wenn ich fragen darf? Wie bist du rausgegangen aus dem Islam? Ich war schon als Jugendlicher, also mit 14, 15 bin ich rausgegangen aus dem Islam. Ach, schon so früh? Ja. Da habe ich schon die Sache mit der Aisha hat dann mich weggehauen. Ne? Da habe ich gedacht, das war schon Hauptpunkt, ne? Ja. Da habe ich gesagt, sowas darf niemals mein Vorbild sein. Niemals. Das ist kein Vorbild für mich. Das ist auch einer der Punkte, warum ich sage raus, weil wie kann ich einen Menschen als Vorbild nehmen, der eine 6-Jährige geheiratet hat und mit 9 da vollzogen hat, ne? Ja. Und der ist ja 54, musst du mal vorstellen. Ja. Das ist krank. Ja, wie soll das zusammenpassen? Der Kopf, der Geist eines 54-Jährigen mit dem Geist eines 6-Jährigen. Ja, richtig. Das sind Mann und Frau spielen, oder wie? Ich fand das immer so lustig, wenn du und Amir mit anderen diskutiert habt. Hier gibt's ja auch Videos, ne? Ja. Und da sagen wir, das war zu der damaligen Zeit total normal. Ja. Ja, in heißen Ländern werden die Mädchen schneller so reif und groß, als ob das so Obst wäre, dass so unter der Sonne schneller wächst, so am Baum. Ja. Das ist normal. Heftig einfach nur. Ja, die versuchen es natürlich auf Biegen und Brechen, das Ganze gut darstellen zu lassen, aber es geht nicht. Egal wie du das drehst, es geht gar nicht.
Ja, die wollen das nur schön reden, weil die dürfen es nicht schlecht reden, weißt du? Ja, natürlich. Oder die denken sich ja, der Prophet war ja nur ein heiliger Typ. Ja. Deswegen ist das nicht schlimm. Evangelist, ist deiner Meinung nach 1,7 Milliarden Muslime eine Gefahr? Und wenn ja, für wen? Hallo? Nochmal. Ich habe dich nicht verstanden, nochmal bitte. Ich habe gesagt, sind für dich über 1,7 Milliarden Muslime eine Gefahr? Und ja, wenn ja, für wen genau sind die Gefahr? Ja, guck doch mal, wie verhasst die Muslime gegenüber den Juden sind. Ab wann soll ich gucken? Ab heute oder seit letzter Woche? Allgemein, wie verhasst die Muslime gegenüber den Juden und den Christen sind. Okay, gut, schau mal, wusstest du, dass wir Araber auch Semiten sind, genau wie die Hebräer? Wusstest du das? Ja, sind seit Brüder sogar fast. Nee, wir sind keine Brüder. Und Gott sei Dank sind wir auch keine Brüder. Wir wollen auch keine Brüder werden. Ihr seid aus dem Samen Abrahams. Ihr seid eigentlich Brüder. Araber gibt es schon vor Abraham. Aber egal. Was ich sagen will ist, Evangelist, du hetzt hier sehr stark, wenn du sagst, dass 1,7 Milliarden Muslime eine Gefahr sind. Das ist dir hoffentlich bewusst. Wo hetze ich denn? Guck mal, jeder Vollidiot kann sich doof stellen, aber du weißt doch ganz genau, was ich damit meine. Wer hat euch denn überhaupt das Lesen und Schreiben beigebracht? Seit wann könnt ihr lesen? Nein, aber Nidal, das hat er ja gar nicht geschrieben. Da steht ja was ganz anderes. Das Gegenteil hat er ja geschrieben. Ich kann sehr gut lesen. Schaut mal, Jungs, Leute, wer hat euch, ihr gebt ja immer gerne an, wer hat euch denn das Lesen und Schreiben beigebracht? Euer Volk, seit wann kann es lesen? Mein Volk. Ja, sagt doch mal, antwortet doch, ihr stellt euch doch immer höher als die anderen. Seit wann kann dein Volk lesen und schreiben? Also mein Volk hat eine Kulturgeschichte von fast 4.000-5.000 Jahren, die Perser. Ach, okay, und der letzte persische König wurde nicht mit den Haaren nach Medina gezogen? Mit den Haaren nach Medina gezogen? Was meinst du damit? Ja, der letzte persische König wurde bis an die Füße von Omar gezogen und damit war das persische Reich vorbei. Ja, genau. Also die Muslime haben uns ja angegriffen. Der friedliche Islam hat uns angegriffen, unsere Frauen und so weiter sexuell. Ne? Wie kann denn eine Religion, weißt du überhaupt, was du sprichst? Wie eine Religion hat angegriffen? Was redest du da? Wer und wo und wann? Ja, wie kam denn der Islam nach Iran? Ja, du kennst dich doch ein bisschen aus mit der Geschichte. Wie kam der aus Saudi-Arabien nach Iran? Iran gab es damals nicht. Persien, das Persische Reich. Wie das da rüberkam, der Islam. Leute sind ausgewandert und die Stadt wurde dann halt von Khalid ibn Walid eröffnet und so sind die Menschen dann halt zum Islam gekommen. Die wollten sowieso zum Islam kommen, weil die vom letzten persischen König unterdrückt wurden. Ja? Ah. Weil damals also gab ihr seid es keine immer mit Sozialsysteme. Gewalt immer ein Befreier. Nee, warte mal. Ja, guck mal. Damals im Persischen Reich gab es keine Sozialgesetze. Gut, die haben wir eingeführt. Und selbst im preußischen Königreich hat man es von uns kopiert, wie die arabischen Zahlen und alle anderen Wissenschaften. Das bedeutet, ohne den Koran wäre die Welt heute nicht so, wie sie ist. Und alles haben wir dem Islam zu verdanken. Und wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du gerne die deutsche Sprache untersuchen. Da warte doch mal kurz. Dann kannst du auch gerne die Wissenschaften untersuchen. Es ist alles von uns, okay? Die Wissenschaft, deswegen gibt es gar keinen einzigen Nobelpreisträger in der Wissenschaft aus den islamischen Ländern. Wie du heute eine Gleichung berechnest, ja, das wussten wir schon im 9. Jahrhundert, das hat Al-Khawarizmi aufgeschrieben, ja. Leute, ihr habt gar keine Ahnung, okay? Die ganze Medizin und so weiter kommt nicht von den Arabern, sondern von den Persern. Hör mir zu, den Namen Deutsch haben wir Araber gegeben. Gut? Ja. Wir Araber haben den Deutschen das althochdeutsche Wort Alman gegeben. Gut? Ja. Leute, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung. Ihr guckt mir Nachrichten und denkt, ihr wisst es. Und denkt, oh, der Islam. Leute, mit dem Islam, guck mal, ihr seid so weit entfernt vom Islam wie die Sonne zur Erde. Guck mal, wenn ihr hetzt gegen den Islam, ja, dann müsst ihr wissen, in der tausend Jahre alten Geschichte, dass ihr keine Chance dafür habt, okay? Es klappt einfach nicht. Lasst es sein, seid dankbar, was ihr von den Arabern bekommen habt und gibt Ruhe. Also wir Iraner sind überhaupt nicht dankbar, was die Araber mit unserem Land getan haben. Wir wollen diesen Islam raushaben aus unserem Land. Und ja, das ist jetzt momentan unser einziges Problem in Iran.
wenn der Islam raus ist. Ja, wir sind jetzt hier aber nicht um Iran und es geht jetzt hier nicht um Iran. Es geht sogar darum, was der Evangelist hier geschrieben hat. Von wegen 1,7 Milliarden sind eine Gefahr. Dummheit ist eine Gefahr. Warte mal, ich mach jetzt mal stumm. Wir sollen dankbar sein, dass diese Länder hier mal friedliche, ruhige, christliche Länder waren, bis Mohammed diese ganzen Länder überfallen hat. TikTok sportlich, dafür sollen wir dankbar sein. Sag mal, geht's dir gut? Unfassbar. Ja, dankbar sein. Denn die Zahlen, die man jetzt weltweit nutzt, was sind das denn zum Beispiel für Zahlen? Sind das nicht arabische Zahlen? Ich verstehe das nicht, was du sagst. Ich erkläre dir das. Ohne Mathematik gibt es keine Wissenschaft. Ja? Iran christlich, Ägypten christlich, Saudi-Arabien christlich. Und dann kam der Islam und hat diese Länder überfallen. TikTok, Sport. Junge, wir haben euch zivilisiert. Durch uns seid ihr zivilisiert, ihr Idioten. Versteht ihr das nicht? Ja, beleidige doch nicht. Bleib doch sachlich. Oder kannst du nicht so reden? Hörst du, Grisa? Mit wem reden wir hier? Mit euch dankbar Leute, sein. Die Welt sehe heute nicht so aus, wenn ihr den Islam, ihr habt alles den Arabern zu verdanken. Gut. Gar nichts haben wir den Arabern zu verdanken. Ihr habt alle die Deutschen, die Hälfte der deutschen Sprache ist wegen dem Islam. Gut. Unser ganzes Leid im Iran haben wir nur den Islam zu verdanken. Leider. Wie gesagt, Leute, alle Wissenschaften sind arabischen Ursprungs, ja, von Chemie. Chemie im Deutschen gibt es gar nicht. Das Wort ist arabisch. Es bedeutet Al-Kimiawiyah. Gut? Sehr gut. Gut, dann redet nicht über den Islam und oder die Araber, weil ohne die Araber wird die alle nicht. Was hat Islam mit Chemie zu tun? War Mohammed ein Chemiker oder was? Was für Chemie? Guck mal, du kennst doch deine eigene Sprache nicht. Chemie, es gibt kein deutsches Wort für Chemie, das Wort ist arabisch. Gut? Ja, okay, die Hälfte ich der deutschen Sprache. Aber was hat das mit Chemie oder Physik oder sowas mit Islam zu tun? Das hat mit Wissenschaften zu tun, das heißt... Dankbarkeit kannst du den Arabern geben. Warum? Weil die Sozialgesetze. Aber was hat das mit Islam zu tun? Was hat der Islam jetzt mit Chemie? Weil das alles islamische Wissenschaftler sind. Weil islamische Wissenschaftler. Islam hat Chemie gebracht. Ja, alles. Nicht nur Chemie, Medizin auch. Ach, alles. Die Medizin Astronomie auch. Perser. Abu Sina war ein Perser. Er war kein Araber. Ah, okay, und die Europäer sagen, er war Europäer, weil sein Name war Averroes, lateinisiert Averroes. Ja, aber wie wissen wir das? Okay, jeder sagt, der kluge Mann gehört zu uns, das sagt jeder. Er hat aber auf zwei Sprachen geschrieben. Warte, Bruder, Reza. Kamelurin. Kannst du was über Kamelurin einmal sagen? Dann sag mal bitte, was immer kommt. Ja, das würde dir sehr stehen, wenn du da drunter duschen würdest. Das würde dir echt sehr stehen. Dann siehst du wieder vielleicht ein bisschen besser aus mit Kamelurin. Guck mal. Du darfst nicht so reden. Nein, das hat doch dein Prophet selber doch. Das geht ja weg. Guck mal. Daran sieht man, wie primitiv einfach dieser Typ ist. Der ist gar nicht sachlich. Ein erwachsener Mann, einfach nur ein Mann. Ja, was hast du denn gegeben, Bruder? Evangelist. Ich musste vorhin so lachen wegen dir, glaubst du mir das? Wo du gesagt hast, Mohammed hat die Länder übernommen und darüber sollen wir jetzt dankbar sein, oder was? Das ist doch so. Warte mal. Dankeschön. Ich will mich bedanken bei dir wegen Kamelurin. Dankeschön, das müssen wir mal alle ausprobieren, aber die Muslime sollten das als allererstes ausprobieren. Muslime, geht nicht zum Arzt. Kamelurin, frisch aus Saudi-Arabien gestappt. Wenn ihr Bauchschmerzen habt, Kamelurin trinken. Hört auf zum Arzt zu gehen. Kamelurin. Hat abgenommen. Du hast was zu sagen, Gottes Segen. Wie geht's? Gottes Segen, Shalom, wie geht's? Shalom. Shalom Aleichem, genau. Okay, wenn du es so meinst, dann bitte. Ja, auf jeden Fall. Eins würde ich sagen, es ist auf jeden Fall traurig, was aktuell los ist. Ja, aber es ist schon alles prophezeit worden von der Bibel, ja. Und wir leben in der Zeit, das ist gerade schon die Endzeit, ja. Das ist schon alles vorprophezeit. Wie gesagt, ja, wir tun eigentlich alle leid. Wenn ich ethisch sehe, tun wir alle leid, was da passiert. Ne, aber wir müssen auf die Zuversicht an Gott glauben, ne, und vertrauen. Und die Liebe soll trotzdem unter uns bleiben. Ne?
Evangelist Christ, das ist dein Gast. Sag mal was dazu. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe gegessen die ganze Zeit nochmal. Ich wiederhole dich mal bitte, Christian. Warum soll ich mich denn jetzt auf einmal wiederholen? War ich zu leise? Ich verstanden hat, der Gastgeber. War ich zu leise? Nee, du warst eigentlich zu laut. Nee, ich habe komplett leise geredet. Nee, aber du kommst laut genug rüber. Also irgendwie hat der Evangelist irgendwas kommt da nicht bei ihm an. Okay. Hast du deine Hörgeräte? Also folgendes, ich sag jetzt doch mal. Man kann auch einfach auf meinen Store gucken, nicht auf meinen Store, sondern auf meine Seite, könnt ihr selber gucken. Ne? Da steht alles schon im Buch drin. Ne? Ja. Und das Gericht von Israel hat jetzt auch begonnen. Ja, das ist nun mal, das steht auch in der Bibel so drin. Ja. Ne? Bruder, kein Stein wird stehen bleiben, auch von dem Tempel nicht. Ja. Ne? Und, ja, diese Prophezeiungen hat sich in erfüllt. Der zweite Tempel, der Jesus hat das vorausgesetzt. Warte mal ganz kurz, ich habe eine Frage an dich. Stimmt dann, dass du früher Christ gewesen bist und dass du für den Herrn gebrannt hast, dann bist du abgefallen, bist Moslem geworden und jetzt wieder Christ. Stimmt das? Wer erzählt dir das? Erstmal die Frage. Geht das wieder seine Reihe rum, ja? Christen, ich will jetzt keine Namen nennen, ich frage ja dich. Deswegen. Ja, aber ich finde das schon ziemlich interessant, wie das rumgeht wie ein Lauffeuer. Stimmt das also? Du bist abgefallen. Ja, ich war vorher Christ gewesen, ja. Früher. Ja, stimmt. Hast du den Herrn Jesus auch bezeugt vorher? Ja. Und dann bist du abgefallen. Und dann bist du jetzt sozusagen wieder Christ geworden. Ja. Ja. Das wird wohl nicht so klappen, alles so. Nein, dann ist Hebräer 6,4 für dich, Christian. Tut mir leid. Hallo. Was? Wer willst du denn das wissen? Weil das Wort Gottes Recht hat und nicht wir oder du. Es ist so raus, ja. Gott so, ist sehr gerne. Mal Frage, da wollte ich mal gerne fragen, wenn man den Christentum eigentlich verlässt, kann man wieder zurückkehren oder geht das nicht? Wenn Christentum verlässt, das kannst du, aber du darfst nicht reinkommen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, dich bekehren, sozusagen bekehrt und dann abfallen. Das ist sehr gefährlich. Wenn du das tust, dann gibt es für dich keine zweite Chance mehr. Ist vorbei. Also das heißt, man kann auch nicht mehr sagen, okay, doch, ich komme wieder zurück. Nein. Also, entweder du bleibst draußen und kommst erst zum Herrn Jesus, wenn du dir ganz sicher bist. Oder, wie gesagt, also du musst dir ganz sicher sein und dann kommst du rein. Ansonsten bleibst du draußen. Kommst nicht einfach Larifari rein und spielst dein Spielchen mit dem allmächtigen Gott. Das also man hat nur eine Chance. Wenn man die versäumt, dann hat es Pech gehabt. Ja, so ist das. Aber wieso? Ich glaube, ist das ja beispielsweise so, dass wenn man Reue zeigt und dies, das, kann man ja wieder zurück. Ne? Genau. Im Islam, ja. Ja, wenn die dich nicht erwischen vorher, weil der Abfall, Apostasie mit Kopf ab. Ne? Das ist dann, man hat irgendwie 3 Tage Zeit, sich umzuentscheiden oder so, ne? Ja. Und genau, dann ist vorbei, wenn man sagt dann, immer noch nein. Genau, dann Kopf ab. Das ist der friedliche Islam, der allen die Freiheit lässt. Sich so zu entscheiden, wie man will. Genau. Genau, entweder kommst du zum Herrn Jesus ganz oder gar nicht. Um das zu entscheiden, das sagt Hebräer 6,4 hier. Ich hole dich noch einmal hoch. Eieiei. So. Bruder Axel, kannst du denn einmal bitte Hebräer 6,4 vorlesen? Ja. Hebräer 6,4 ist auf dich getroffen. Du bist unter das Gericht Gottes. Okay. Abgefallen, du bist reingekommen und hast den Herrn Jesus bezeugt. Und dann hast du ihn verleugnet und bist in den Islam angenommen. Ja, abgefallen, ja. Okay, ja. Aber Jesus, also folgendes, Jesus schaut auf das Herz, ja. Und wie im Jakobusbrief drin steht, wie ich ja schon mal gesagt habe, Jakobusbrief 4, Vers 11 und 12. Ihr lässt einfach einige Dinge aus den Acht, was in der Bibel ist. Nein, die haben recht. Das finde ich schon ziemlich, nein. Ihr tut Bibel, also folgendes, ihr tut einige Bibelstellen einfach außer Acht lassen. Und das ist ja das Traurige.
Ja? Ihr tut, also ihr maßt gerade jetzt Gott an oder ihr sagt das, was euch passt, aber ihr sagt, das funktioniert nicht. Denn Gott ist der Gerechte aller Gerechte und nicht der Mensch. Und Jesus Christus ist aber der einzige wahre ohne Sünde gewesen und der Gerechte. Aber dein Verhalten und selbst, ist ein guter Verhalten. Warte mal, selbst in der Bibel gibt es mehrere Stellen, wo auch Leute, ja, wo man dachte, die kommen niemals, in, niemals zu Gott und zu Jesus Christus, sind sie trotzdem gekommen. Aber Christian, ja? Du hast dein Judas-Verhalten, du hast den Herrn Jesus verraten für eine andere Religion. Hatte, okay, folgendes, Judas, wurde, Judas hat noch Jesus... Ein Judas-Verhalten. Okay. Ja, warte mal, Judas... Lies mal Hebräer 6, 4 vor, bitte. Ja, okay, das Christian, das ist vorbei. Da lass uns doch mal bitte mal eine... Darf ich diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Denn das Land, das den häufig darauf kommenden Regen nicht trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch begehrt wird, empfängt Segen von Gott. Und wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Flug nah. Und sein Ende ist die Verbrennung. Amen. Ja, Amen. Ja, okay. Aber folgendes sind auch die Leute, also mit sind die Leute gemeint, die sich bewusst gegen Gott und Jesus Christus entschieden haben. Aber Konsequenz und die nicht mehr umkehren zu Jesus Christus der Wahrheit. Und das ist ein Unterschied. Nein. Das ist ein Unterschied. Warte, lass mich ausreden. Also warte mal. Resa, du lässt mich ausreden. Du kennst mich nicht. Du kennst nicht meine Herzenseinstellung. Und du hast auch noch nie mit mir geredet. Und du kennst mich auch nicht privat. Warte mal kurz. Warte, Rasse, du lässt mich. Sag du mal, Resa, ganz kurz. Was wolltest du sagen, Bruder Resa? Nein, Hebräer 6,4 ist ganz klar. Ne? Das Wort Gottes, wir verlassen uns auf das Wort Gottes und nicht auf Resa oder Christian. Ne? Das Wort Gottes sagt, wenn du reingekommen bist, teilhaftig wurde des Heiligen Geistes und dann wieder abgefallen bist, für so einen Menschen ist es unmöglich, ihn zu Buße zu erneuern, da er den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, für sich selbst kreuzigt, immer wieder und zur Schau stellt. Folgendes, ich habe niemals Jesus oder wem zur Schau gestellt. Hast du getan? Erstmal, du hast sein Blut mit Füßen getreten. Du hast sein Blut mit Füßen getreten. Das, was der Herr Jesus am Kreuz für unsere Erlösung getan hat, hast du mit Füßen getreten, das heilige Blut. Ja, aber wie viele Christen tut denn Jesus Christus trotzdem jedes Mal mit Füßen treten, die jedes Mal fest am Glauben sind? Und nee, Gottes sind Wort und das alles, das alles missbrauchen ständig. Ja, tut dir das auch noch nicht? Fürs Gericht aufbewahrt. Nicht, Leute? Doch, die sind auch für das Gericht aufbewahrt. Ja, was ist denn mit denen? Ja, die sind auch für das Gericht aufbewahrt. Okay, aber du richtest gerade mich, also richtest du gerade mich um das Gesetz Gottes. Denn das, wenn du meinst, dich über das Gesetz Gottes zu stellen, ja, und dann und das, was über das Gott Gesetz, und die ich habe das Gesetz einfach wiedergegeben, so wie es ist, steht. Nee. Ich habe mich nicht drüber gestellt. Warte, du. Das bringt mit dir nichts zu reden. Auf jeden Fall kannst du die Leute nochmal warnen. Das ist ein Abfall. Ich müsste gar nicht mehr fragen, nach was für eine Lehre und so weiter, weil ich weiß, wenn er einmal abgefallen ist, vorbei mit ihm. Ja. Er soll so oder so in eine Ehrlehre stecken, die er auch nie wieder loslassen wird. 100%. Ja, der ist verloren. Der ist verloren und mit Dämon versiegelt. Khalil. Ja. Bitteschön. Was hast du auf dem Herzen? Wie können wir dich therapieren? Nee, war nur gerade interessant, das Thema. Mit dem Abfall? Ja, ich wusste nicht, dass man, also das heißt ja indirekt, die Kreuzung gilt nur einmalig. Also, genau, du darfst das nicht mit den Füßen treten, dieses Geschenk. Genau, das ist, wenn du das tust, dann bist du raus. Aber das ist ja dann eigentlich eine Sünde, ne? Das zu verlassen. Ich dachte, die Sünden sind alle verziehen. Das ist nicht nur eine Sünde, das ist Abfall, wenn du vom Herrn Jesus abfällst. Das ist nicht nur eine Sünde, das ist Abfall vom Glauben. Na? Okay. Das wird viel härter geahndet. Komm nicht rein zum Herrn Jesus,
Bleib draußen, mach deine Spielchen draußen. Kommst du aber rein zum Herrn Jesus, muss es 100% ernst sein und das Ding muss feststehen. Verstehst du? Ja. Komm nicht zur Ehe, wenn du jetzt mal heiratest. Da sagst du auch zu deiner Frau, komm nicht zu mir, wenn du nicht bereit bist, 100% mit mir durch das Leben zu gehen, bis zum Ende. Richtig? Bleib weg von mir oder komm ganz rein. Aber nicht 70% Herzens. Richtig? Ja. Ja, so ist Gott. Komm ganz oder gar nicht. Also er kann jetzt machen, was er will, ne? Der hat jetzt für verloren einfach. Ja, ja. Hast du gehört? Die, diese Leute, die treten das Blut des Herrn Jesus Christus, was für sie vergossen wurde, mit den Füßen. Und jetzt eine Sünde, er muss nur noch jetzt eine Sünde begehen und dann wird er schon da für diese Sünde, für das ewige Gericht aufbewahrt. Der muss nur einmal lügen, dann war es das. Und das hat er auch bestimmt schon getan. Weil kein Mensch kann einen Tag ohne Sünde überleben. Das ist sehr gefährlich, sehr, sehr gefährlich. Deswegen bleibt draußen und oder kommt rein ganz 100%, aber nicht halbherzig. Hier schreiben einige, dass du lügst. Ja, das könnte ich schreiben, das ist ihr gutes Recht. Ja. Jakobus 19, 20. Ja, Jakobus Kapitel 19, Vers 20. Das ist. Ich soll erklären, was in Jakobus Kapitel 19, Vers 20 steht. Ja. Bereuen, wie du richtest. Ja, ja, klar. Natürlich werde ich bereuen, wie ich richte. Das ist, diese Leute gehen nach ihrem eigenen Herzenswunsch. Denen ist das Wort Gottes überhaupt vollkommen egal. Ob das jetzt da steht, Hebräer 6,4, das geht denen am Hintern vorbei. Aber ist das Barmherzigkeit, dass man dann keine Chance mehr hat, auch wenn man, sag ich mal, den richtigen Weg erkannt hat? Das ist Barmherzigkeit, dass du nicht mit dem Gott spielst. Das ist vollkommene Barmherzigkeit. Bleib draußen. Geh, mach deinen Schrott in der Welt. Kommst du aber rein zu Gott und machst dein Spielchen mit Gott, dann wirst du Gott kennenlernen, Khalil. Okay. Bleib draußen, mach deinen Müll, so viel wie du willst. Da sagt keiner was. Kommst du aber rein in die Ehe, musst du dich benehmen. Oder komm gar nicht zur Ehe, heirate nicht. Wenn du in die Diskos rumfahren willst, also rumlaufen willst und tanzen willst und dich besaufen willst und One-Night-Stands haben willst, mach das. Aber komm nicht zu Heirat, komm nicht zur Ehe mit so einem Verhalten. Richtig, Khalil? Ja, schon. Aber was ist, wenn du trotzdem reinkommst zur Ehe und in die Disco gehst und fremd gehst und One-Night-Stand machst? Was macht der Ehemann mit dir? Der haut dich kaputt. So einfach ist das. Siehst du, du kannst sehr gut richten und urteilen. Du bist ja gar nicht doof. Du bist sehr schlau. Und genau nach diesem Urteil wirst du auch geurteilt werden vor dem Herrn. Da wird der Herr sagen, oh, guck mal, der Fall, der kann ja richten, sehr gut. Der richtet genau richtig. Der ist also richtbar. Aber nicht jeder reagiert das. Ja. Das ist kein Problem. Nein, jeder Mensch wird das so sagen. Jeder Mensch, wenn ich den frage, willst du eine Frau, dass sie fremd geht? Dann wird sie sagen, nein. Wenn die zu mir kommt, dann muss sie sich benehmen. Ab dem Zeitpunkt, wo die zu mir kommt, da muss es sitzen. Da muss sie sich perfekt benehmen. Oder die soll gehen, wo der Pfeffer wächst. Da kann die machen, was sie will. Richtig? Jeder Mensch wird das sagen. So wie der Herr Jesus verlangt, dass wir geistlich auch treu sind und nicht andere Götter anbeten. Wir werden zwar fleischlich immer sündigen, aber wir können doch nicht andere Götter anbeten. Wir können doch nicht einfach jetzt nach Lust und Laune den Herrn Jesus annehmen und sagen, ja gut, ich gehe mal zu Buddha, ich guck mal, wie es da abgeht. Nein, dann bist du draußen. Bist draußen. Du möchtest eine treue Frau haben. Du möchtest doch auch nur einmal heiraten, oder? Ja, und so ist der Herr.
der möchte, der hat den an, der hat einen Anspruch darauf, auf seine Braut. Und natürlich, guck mal, es gibt einmal geistliche Sünden und einmal fleischliche Sünden. Bruder Reza, du zum Beispiel, du kannst ja auch erklären, fleischliche Sünden, Unzucht, Streitigkeiten, ja, zum Beispiel berauschen, geistliche Sünden, Hurerei betreiben mit dieser Geist, Hurerei betreiben mit der Welt, zum Beispiel Götzen anbeten oder zum Beispiel, ja, den Herrn Jesus verleugnen, vielleicht für die Frau, da gibt es auch Christen. Ja, das geht nicht. Das ist ich habe noch, hab noch eine Frage. Ja. Es gibt ja auf TikTok, der heißt ja der Elia Nathan, der ist doch auch Moslem geworden, jetzt wieder Christ. Also ist er jetzt ja kein Christ mehr? Nee. Also, weil wenn der wahrhaftig wäre, von Anfang an wiedergeboren wäre, wäre er nicht abgefallen und zum Islam gegangen. Also war er nicht wiedergeboren vorher. Okay. Also ist der... Also nicht wiedergeboren, reingekommen zum Herrn Jesus Christus, hatte sein Spielchen mit dem Herrn gespielt und dann ist er jetzt also steht genauso jetzt unter dem Fluch Gottes nach Hebräer 6,4 wie alle anderen Leute, die abgefallen sind. Da macht er keine Ausnahme. Ach so, okay. Also da würde ich halt fragen, was sind das denn für Kriterien, was einen Abfall ausmacht? Könntest du darauf eingehen, Bruder? Also Religion annehmen wahrscheinlich. Ja, das halt auch, das ist mir klar. Aber mit unter anderem, was käme da noch in Frage? Also wir wissen, zu den Gesetzen zurückgehen beispielsweise, was die Hebräer halt gemacht haben, zu den Schlachtopfern, eine andere Religion annehmen, aber was kommt da noch rein in dieses Maß, bis das voll ist? Weiß ich jetzt nicht, sag mal. Bitte? Weiß ich jetzt nicht, was du meinst, sag. Ich meine, okay, also wir wissen ja, du fällst unter Hebräer 6,4, wenn du... Ja, du nimmst eine andere Religion an und du warst erleuchtet schon. Dann fällst du ja unter diese, genau, zum Beispiel jetzt. Also ja, was gibt's da noch, dass du da reinfällst? Sag es, ich komme jetzt nicht darauf, was du meinst. Er meint, was wird auch nicht vergeben? Also ja, ne, nein, ich meine, also zum Beispiel die Hebräer sind ja zurückgegangen zu ihren Sühneopfern. Ne? Ja, genau. Und damit fallen sie ja auch darunter, richtig? Natürlich. Genau. Also wir haben ja diese zwei Beispiele davon, zu einer anderen Religion konvertieren zum Beispiel. Ja. Oder halt das zurückgehen zu den Sühneopfern und damit verspotten sie halt auch das Opferlamm. Ne? Ja, genau. Ja. Aber gibt es da noch andere Sachen, die da reinpassen würden, außer diese zwei? Ne, weiß ich jetzt nicht. Nee, also du meinst jetzt Ehrlehre stecken? Ja, also dann mit dem Abfall ist es ja was anderes. Wenn du jetzt vorher in der gesunden Lehre warst und plötzlich auf einmal Charismatiker wirst, obwohl du vorher in der nüchternen Lehre warst, dann bist du abgefallen. Mhm. Also Charismatiker im Sinne von dem, dass du jetzt wirklich anfängst mit Zungensprache und so weiter. Ja, ja, genau. Also dass du da wirklich, also das nicht so tust, dass du das so von dir aus machst, also du tust so, ja, sondern dass du tatsächlich deinen Geist empfängst, der dir das gibt. Okay. Oder was weiß ich, was du, wenn du Zeugen Jehova wirst oder was Buddhist, was auch immer. Ne? Das ja, ist also da glaube ich, dass mein Onkel da reingefallen ist, also mein Onkel. Ja. Also von der Familie her, das sind, ich würde sie in die Charismatik einteilen. Und mein Onkel, der ist wegen seiner Frau, ist der Zeugen Jehovas geworden. Genau. Und der fällt da rein, da bin ich mir eigentlich sicher. Weil mein ja, Onkel, wenn er so also ein Namenschrist war und der Zeugen Jehova geworden ist, ist was anderes. Das ist nicht Abfall. Abfall ist wirklich, wenn er zum Glauben gekommen ist vorher. Ja, also das habe ich ja letztens auch schon erklärt. So, die Katholiken, ja, die werden ja heutzutage, also die werden ja nicht teilhaftig des Heiligen Geistes. Die sind ja viel zu weit entfernt, das geht ja gar nicht. Ja. Ja. Aber das waren ja so meine Familie-Seite her, das sind ja Charismatiker und die Charismatiker werden sehr wohl teilhaftig. Ja, ja, ja. Das ist wohl wahr, ja. Reza. Ja. Reza, ich finde das immer lustig, auch, was dein Bruder sagt. Der sagt, diese Zeugen Jehovas, die sind nichts anderes als Muslime. Ja, also wir sehen es auch an dem Verhalten. Also der Bruder von meinem Onkel, der versucht ihm halt immer zu zeigen, dass Jesus Gott ist innerhalb der Bibel. Also der zeigt ihm das mit Versen, belegt ihm das. Und das Herz ist dazu. Der kann das gar nicht annehmen. Geht ja nicht. Ja, also da ist eine Sperre. Ja, da ist eine Blockade, ja. Und ich hätte halt auch noch eine Frage gehabt, die mir vielleicht jemand beantworten könnte, der darüber Wissen hat.
Der Herr Jesus Christus sagt ja im Lukas, dass wer ihn verleugnet, der Herr wird ihn vor dem Vater im Himmel verleugnen, richtig? Ja. Wie sieht das denn aus mit Petrus, der den Herrn dreimal, ehe der Hahn gekräht hat, verleugnet hat? Ja, der Petrus war zu dem Zeitpunkt noch nicht wiedergeboren. Der Herr Jesus war noch nicht ans Kreuz gegangen, der ist noch nicht auferstanden, der Heilige Geist kam noch nicht auf die Erde. Der Petrus war ein alttestamentarisch Gläubiger. Somit konnte er zurückkommen. Im alten Bund war es möglich, dass du abfällst und wieder zurückkommst. Aber es wurde immer schwieriger für dich, wenn du einmal abgefallen warst. Siehe Salomo. Mhm. Salomo ist ja abgefallen, hat ja den Göttern Kanaans geopfert. Und ich sage zum Schluss, am Ende seines Lebens wieder zurückgekommen zum Herrn. Das war möglich im alten Bund. Im neuen Bund ist das nicht mehr möglich. Das also heißt, wenn du den Herrn beispielsweise verleugnest, bist du auch raus? Also ja, wenn du reingekommen bist, abgefallen bist und den Herrn verleugnest, natürlich bist du raus, ja klar. Aber es muss immer mit Abfall einhergehen, ne? Also im Abfall im Sinne von, du konvertierst zu einer anderen Religion. Ja, es kann auch schon sein, dass du noch irgendwie christlich bist, aber dein Herz schon längst verschlossen ist. Ja, das auf jeden Fall auch, aber jetzt zum Beispiel... Ja, das ist auch schon Abfall. Du bist also im Falle von Petrus, dass du eben, keine Ahnung, du fühlst dich bedroht und du bist eben nicht wiedergeboren und verleugnest den Herrn. So eine Situation beispielsweise. Oder du schämst dich dem Herrn. Also du, wie halt Lukas, wie der Herr halt schon sagt in Lukas. Also ich kenne keinen Wiedergeborenen, die sich schämen oder die Rede ist verleugnen. Nicht von Wiedergeborenen. Die Rede ist von Leuten, die wirklich nicht wiedergeboren sind. Ja, das, was bei denen kann, ist natürlich dauernd, kann sowas passieren, natürlich. Sind die dann denn raus, Petrus, oder? Bitte? Sind die dann denn raus, oder wie läuft das denn? Also die nicht Wiedergeborenen, die beispielsweise da rein, also das machen. Also wenn sie nicht abgefallen sind, einfach so gläubig sind und noch nicht wiedergeboren sind, das ist das Schwierige. Das kann sein, dass deren Herz schon verhärtet ist oder noch nicht. Das kann nur Gott wissen. Weil in so einem Fall weiß das nur der Herr selber. Aber wenn die schon reingekommen sind und abgefallen sind und dann den Herrn verleugnen und sowas, dann ist die Sache klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber jetzt zum Beispiel, ich denke nicht, wenn einer, der ist nicht wiedergeboren, der ist lauwarm, aber der ist... nur gläubig an den Herrn Jesus Christus, sagen wir jetzt mal, also der bekennt die Gottheit, aber der zum Beispiel, der verleugnet den Herrn aus, Angst, aus Scham, ich weiß es nicht, aber er ist nicht wiedergeboren. Der muss Buße tun. Der kann noch errettet werden, wenn er nicht abgefallen ist und sein Herz noch offen ist, sein Herz ist noch nicht geschlossen, der hat sein Herz bewahrt, dann hat er die Möglichkeit zur Errettung. Und wie kann man das messen, dass das Herz noch sauber ist? Also kann man das kannst du nicht messen, das weiß derjenige selber, ob der sein Herz verschlossen hat oder nicht. Du kannst das von außen nicht erkennen. Der Mensch, das weiß nur der Gott und er selber. Zum Beispiel Christian denkt ja auch, dass sein Herz noch sauber ist. Wieso soll man das dann selber wissen? Nein, deswegen habe ich ihn ja gefragt. Bist du reingekommen, hast du den Herrn Jesus bezeugt als Gläubiger? Und dann meinte er ja. Und dann ist er abgefallen zum Islam. Das ist was ganz anderes. Er ist da wirklich abgefallen und hat anderen Göttern gedient. Ja. Das ist eine ganz andere Sache, als das, was der christliche Bruder da oben meint. Also. Das mit Petrus hat mich halt sehr interessiert. Ja, wie gesagt, Petrus war zu dem Zeitpunkt noch nicht wiedergeboren. Er war noch ein alttestamentarisch Gläubiger. Da war auch Abfall noch möglich. Aber der Petrus, der später den Heiligen Geist empfangen hat, wiedergeboren wurde, der ist ganz anders. Du siehst ja auch, ne? Das Verhalten von Petrus vor dem Wiedergeburt, vor Kreuz und vor Apostelgeschichte 2, also Pfingsten, und nach Apostelgeschichte 2 Pfingsten, da ist der Petrus ganz anderer Mensch. Ja. Das ist komplett ausgetauscht. Ja, also mir ist halt auch aufgefallen, dass halt viele ein Problem haben, Hebräer 6,4 so zu nehmen, wie es ist. Ne? Also ich hatte da auch, vor sechs Monaten war das, wo ich mit dem Hebräerbrief mir das angeschaut habe, wo ich das erstmal gehört habe mit Hebräer 6,4. Und ich habe es nicht sofort verstanden, den Hebräerbrief. Ich muss es tatsächlich 3-4 Mal lesen mit den Parallelversen, den Herrn um Erkenntnis bitten. Und dann die Erkenntnis war da. Ne? Also, da wusste ich halt, das spricht von Leuten, die teilhaftig sind, nicht wiedergeboren. Und der Wiedergeborene, der ist eben versiegelt und kann nicht abfallen. So, also, weil so der Herr Jesus Christus ja ein für alle Mal bezahlt hat. Ja, aber wenn du hingehst und eben dieses Opfer, was der Herr Jesus gebracht hat am Kreuz, sein kostbares Blut vergossen für dich, dass du damit so rumspielst, dass du das mit Füßen trittst, dann bleibt kein Opfer mehr für dich, für deine Sünden.
Ja. Das war's. Ja. Da musst du jetzt selber perfekt wandeln und das schaffst du ja keinen. Das geht ja nicht. Dann ja, ist derjenige verloren. Ja, das Gefährliche ist halt, ich habe auch am Evangelisieren in der Stadt mit manchen Charismatikern geredet. Ja. Die verstehen ja, also die verdrehen ja den Hebräerbrief komplett falsch. Das ist wirklich katastrophal mit der mutwilligen Sünde, das kennst du ja. Ja. Und das verstehen die nicht. Und die denken tatsächlich durch, also mit mutwilliger Sünde verstehen die halt wirklich so, dass sie durch Sünde halt wieder verloren gehen können. Ja, das ist ja komplett falsch. Das ist ja eine ganz andere falsche Lehre. Ja, ich verstehe gar nicht, was damit gemeint ist im Kontext. Ja. Und ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe es auch vier, fünf Mal lesen müssen. Dann habe ich es kapiert. Ja, du eben raus bist aus dem Bund mit dem Herrn und dann fängst an zu sündigen. Die erste Sünde, wenn du mutwillig sündigst, diese Sünde zählt schon für dich, um dich vom ewigen Leben zu trennen bei Gott. Ja. Aber da kommen ja noch Milliarden Sünden dazu. Aber die erste danach reicht schon. Das ist das Gefährliche, das ist das Brutale an der Sache. Was mich halt auch interessieren würde. Ja. Aber ob es eine klare Antwort darauf gibt, ich weiß es nicht. Ja. Jemand, der unter Hebräer 6,4 fällt, kann er denn noch eine teilhaftige Beziehung zum Herrn aufbauen? Möglicherweise kann er da so ein bisschen noch teilhaftig bleiben, natürlich. Das könnte gehen, ja. Ja. Aber bringt ja nichts. Einfach nur nach außen hin, dass es so aussieht, als ob der noch teilhaftig ist. Das könnte auch sein, ne? Dass er einen äußeren Schein von Frömmigkeit hat. Ja. Aber du weißt nicht, wie das in seinem Inneren aussieht. Mhm. Das ist sehr kompliziert. Das weiß nur Gott. Ja, das ist wohl wahr. Ne? Ist sehr, sehr kompliziert, die Sache, ja. Aber weil Gott eben sagt, du sollst die Tür zumachen, Hebräer 6,4, wenn jemand abfällt, so ein ist nie mehr also zu Buße zu erneuern, da musst du dem vertrauen und dann musst du dich auch schützen, ne? Weil die Gegenseite kann ja so einen Menschen benutzen ab dem Zeitpunkt. Ja, aber also der Heilige Geist deckt das auch auf, ne? Also, ja. Das habe ich halt auch gemerkt. Also Leute, die da offensichtlich halt darunter fallen. Wie soll ich sagen? Die können nicht in einer gesunden Lehre bleiben. Das ist mir richtig aufgefallen. Da schleicht sich die ganzen Fehler nach dem anderen ein. Ja. Und das habe ich auch gemerkt. Ja. Du wirst automatisch in eine falsche Lehre geraten, nachdem du abgefallen bist. Und ja, man merkt auch das an deinem Verhalten. Du warst vorher anders. Und nach dem Abfall bist du, wenn du zurückkommst, also angeblich zurückkommst zum Herrn Jesus Christus, trotzdem wird dein Wandel anders sein als vorher. Man merkt einfach einen Unterschied. Dass du nicht mehr derselbe bist wie vorher, wo du noch, sagen wir mal, teilhaftig warst, Heiligen Geistes. Mhm. Da ist es ein Unterschied. Also ich kenne Leute, die abgefallen sind und die sind danach anders geworden als vorher. Ich habe sie nicht mehr wiedererkannt. Obwohl die gesagt haben, dass sie noch Christen sind, dass sie zurückgekommen sind. Mhm. Aber die waren alle danach dämonisch beeinflusst. Ja. Das ist schlimm. Also da ist mir auch eine Sache passiert. Ja. Und Bruder Dennis, ja. Ich mische dich auch ein, weil das habe ich ein Zeugnis dafür. Ja. Vor ungefähr 6 Monaten hast du gesagt, hast du zu mir, glaube ich, gesagt, im Live war das oder privat, ich weiß nicht mehr, du hast gesagt, du wärst schockiert, wie viele Christen dämonisch besessen sind. Ja. Und die Sache war diese, ich wollte das nicht wahrhaben, ich wollte, dass sie mir schönreden, ich wollte sagen, ach komm, der Dennis übertreibt, das kann doch nicht wahr sein. Also ich wollte es selbst nicht wahrhaben. So ein Ding war das. Ja. Und mir ist eine folgende Sache passiert. Ich war am Evangelisieren in der Stadt und da war einer von der evangelischen Großkirche und ich habe mit dem geredet. Ja. Und das war ein ganz, ganz komischer Typ. Da hat irgendwas nicht gestimmt. Also der Geist in mir hat mich alarmiert sofort, dass irgendwas nicht passt. Und ja, auf jeden Fall, er hat mir das Heil abgesprochen. Ne? Er hat gesagt, ich habe den Heiligen Geist nicht. Und ich habe ihm gesagt, okay, meiner Meinung nach hast du den Heiligen Geist nicht, weil er hat eben das darauf gestützt, dass er eben den Heiligen Geist hat, dass er viele Wunder tun kann, dass er Dämonen austreiben kann und dass er zu vielen Taten fähig ist. Also er hat das auf das beruht und gestützt. Und ich habe ihm gesagt, ich habe ihm halt gesagt, meiner Meinung nach bist du nicht wiedergeboren, du hast den Heiligen Geist nicht. Und er hat zu mir gesagt, hat mich nur angeschaut,
hat mir gesagt, ich werde jetzt beweisen, dass ich den Heiligen Geist habe. Der hat doch einen ganz dämonischen Blick gehabt. Also, da hat man gesehen, da war irgendwas in dem drinnen. Und die Sache war diese. Der hat mir gesagt, ich beweise jetzt, dass ich den Heiligen Geist habe. Da holt er ein Handy raus, und zeigt mir ein Video. Und sagt, jetzt wirst du gleich sehen. Und sagt zu mir, wenn du den Heiligen Geist hast, dann musst du viele Wunder tun können. Der zeigt mir ein Video, wie der eine Dämonenaustreibung macht. Bei einer Frau, der nimmt eine Bibel, der schlägt die mit der Bibel. Oh, nein, der das nimmt ist ein Kreuz, krass, der schlägt nein. mit dem Kreuz. Nee, wirklich jetzt, wirklich der mit schreit, der Bibel. Aber ich bin noch nicht fertig, Dennis. Der schreit Dämon raus und schlägt die mit dem Kreuz. Ja, und dann, ich wollte schon gar nicht mal mit dem reden. Ich habe den gesagt, ja, danke für das Gespräch. Der Geist in mir hat mir sogar gesagt, ich soll dir nicht mal die Hand geben. Aber ich habe mir gedacht, ich habe dir auf jeden Fall die Hand gegeben. Ne? Und dann, ich bin gegangen, weil ich wollte nicht mehr mit dem reden. Der war absolut dämonisch besessen und ich habe das gemerkt. Ja, ich will noch mal ganz kurz sagen. Bruder, warte, Bruder. Ich bin, schau, die Sache ist diese. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Er ist ja auf jeden Fall nicht wiedergeboren gewesen, also nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber jemand, der nur teilhaftig ist zum Beispiel, der kann ja auch Dämonen austreiben. Das sehen wir ja auch bei den Jüngern, die eben noch nicht versiegelt waren, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber der denkt aufgrund der Wunder eben, dass er wiedergeboren ist. Aufgrund der Dämonenaustreibungen, was er ja sieht, was ja real ist, denkt er, dass er wiedergeboren ist. Ja, das ist halt aber in Wirklichkeit, der Feind. Genau, in Wirklichkeit, der provoziert die Dämonen. Ja. In Wirklichkeit, der provoziert die nur und die klatschen dann auf den zurück. Und deswegen ist er besessen. Ja, natürlich, die halten den Schönen da so bei der Stange, ne, dass er so was Richtiges tut. Aber lachen sie sich dann kaputt über den, ne, weil sie den im Griff haben. Ja, und das klatscht dann auf den zurück und der rafft das nicht. Ja. Weil eben dich den Heiligen Geist hat, um die Dinge zu beurteilen, um ein Urteil zu sprechen aus dem Heiligen Geist. Das hat er ja nicht. Und das deswegen ist, das Heftigste ist, nicht. Oder das Heftigste ist halt, ich habe mir die Hand gegeben. Sorry. Und die Nacht darauf, ich hatte sehr, sehr komische, dämonische Träume. Ja. Nachdem ich dem die Hand gegeben habe. Am ersten Tag und am zweiten Tag. Und am zweiten Tag habe ich es nicht mehr ausgehalten. Da habe ich den Herrn Jesus Christus gebeten, dass das weggeht und dann war es weg. Aber das war, nachdem ich ihm die Hand gegeben habe, hatte ich ganz, ganz komische Träume. Also wirklich Träume, wo wahnsinnige Träume. Das war echt nicht schön. Aber ich will mal was sagen, ja? Ja, Bruder. Guck mal, die Vorstellung geht eigentlich noch weiter. Ich bin mir sogar sicher, dass ganz viele und das ist nicht mal übertrieben. Vielleicht sagst du jetzt auch, das ist zu übertrieben. Und ich glaube, Bruder Reza, Axel würden mir zustimmen. Ich bin mir sogar sicher, dass ganz viele TikTok-Prediger hier, die sogar sehr bekannt sind, 1000% dämonisch besessen sind. Besessen, nicht beeinflusst, sondern besessen. Da reden Dämonen raus, um einfach nur die Christen zu verführen. Der Satan benutzt diese Christen und die Christen denken, das wären dann so tolle Prediger, aber er bringt sie auf einer falschen Schiene. Weißt du das Video, was der eine Christ da gegen mich gemacht hat, wo angeblich, ich habe ja meine Seele verkauft und habe einen antichristlichen Geist, ne? Ja, das fand ich auch krass. Ja, wer hat aus ihm gesprochen? Wer spricht denn aus ihm? Ich habe eine Frage, ja? Ich habe eine Frage. Hm. Welcher Geist spricht aus den Christen, wenn die sagen, hör auf, meine Stars aufzudecken? Welcher Geist ist das? Ist das der Geist Gottes oder welcher Geist ist das, wenn die sagen, hör auf damit, mach das bitte nicht mehr? Nein, niemals. Das Wort Gottes sagt uns, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft zu Gott. Okay, und bis heute... Es ist unmöglich. Bis heute konnte kein Christ mich oder Reza widerlegen. Wie geht der? Keiner. Ich habe immer wieder gesagt, kommt, hallo. Bis jetzt habe ich immer wieder Fakten und Beweise gezeigt. Warum kommen die Christen, lästern über uns, lachen sich tot über uns, machen auch diese Gesten, machen Witze darüber, dass Kinder verschwinden und welcher Geist spricht denn aus den Christen, die so toll hier sind? Das muss man doch merken, Leute. Merkt ihr das nicht? Das ist der Widerwahre. Ja, also ich habe heute einen Livestream gesehen von jemanden und da habe ich mir auch gedacht, da irgendwas stimmt da nicht. Von wem? Ja.
Von wem? Die machen sich lustig, Bruder Reza. Achso, ich will niemanden an den Pranger stellen, öffentlich, aber Bruder, es, ist eine, Reza, es ist eine Schwester. Ich sag nur, es ist eine Schwester, die halt auch hardcore am Predigen ist auch, ne? Ja. Aber Reza, guck mal, weißt du noch, wo diese Involvierten zu mir gesagt haben, dass die mich entführen wollen, TikTok sportlich, und mich dann essen wollen, ne? Ja. Die Christen machen sich darüber lustig, dass ich so ein Wahnsinn. Bürger bin und so. Die machen sich lustig darüber. Also das ist den Scheiß egal, ob ich entführt bin. Aber ich denke nicht. Ich werde bedroht, dass die mich da essen wollen und mein Blut TikTok sportlich aussaugen wollen, und die lachen sich tot darüber, die Christen. Das musst du denen mal geben. Die machen sich witzig darüber. Ja. Genau so, wie die Mörder deine Adresse weitergegeben haben. Du hast eine Frau und ein Kind zu Hause. Dann kann man doch nicht einfach die Adresse da weitergeben. Und du machst Islamaufklärung. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja. Du hast ein Baby zu Hause. Stell mal vor, die kommen da und treten einfach mal die Tür ein. Das, sowas geht gar nicht. Private Sachen weitergeben. Da hört der Spaß auf. Sowas geht gar nicht. Ja gut, das ist aber so Dämonen in Menschengestalt, ne? Die sowas tun. Das sind ja Dämonen, die halt schaden wollen. Ne? Ja, eine Frage. Was haltet ihr denn von Fasten? Fasten ist wichtig, ja. Okay. Also, Fasten ist erstmal für dich unwichtig, lieber Gras. Du musst wiedergeboren werden. Ja, du wolltest auch was sagen. Also. Ich hab's versucht, richtig zu zerbrechen und mir alles zu realisieren, aber ich bin nicht richtig zerbrochen. Ja, dann fehlt dir noch der Glaube. Okay, eigentlich glaube ich schon heftig. Also dann willst du nicht, hast du Angst vor der Wiedergeburt, dann liebst du noch die Welt. Eigentlich nicht. Ja, dann musst es so einfach sein. Du hast den Glauben an den Herrn Jesus, du bist bereit, Buße zu tun, du hängst nicht mehr an dieser Welt, ja, dann musst du sofort zur Wiedergeburt gehen. Aber wieso sagst du, schaffst das nicht? Ja, ich hab's halt, ich hab versucht, alles zu, also im Gebet halt Buße zu tun und hab alles nochmal vorbeiziehen lassen, dass es mir leid tut, dass ich es bereue. Es tut mir auch fucking leid, ich war ein echt schlechter Mensch. Oh, was ist das jetzt? Ja, das ist irgendwie eine Rückkopplung. Und, dass ich das halt bereue und, aber ich konnte halt nicht richtig zerbrechen. Hast du denn einen Unterschied gemerkt zwischen vorher, wie du warst, und nachdem du Buße getan hast? Ein bisschen, aber jetzt nicht wirklich viel. Ja gut. Auf das bisschen kann man ja aufbauen, ne? Vielleicht ist das doch, vielleicht bist du jetzt wiedergeboren, das werden wir jetzt sehen, ne? Ich kann es ja nochmal probieren, ich bin auch gerade krank, oder vielleicht mache ich es mal während dem Fasten, vielleicht bin ich dann irgendwie... Nein, vergiss mit Fasten und so weiter, nein, das hat mit Fasten nichts zu tun. Sobald du an Glauben kommst, dass es den Herrn Jesus gibt, dass er der ewige Gott ist, der Mensch wurde, und dass er deine Sünden vergeben möchte, sie mit auf den Kreuz nehmen möchte, also genommen hat und bezahlt hat, und du vom ganzen Herzen zu ihm zurückkehrst, zu deinem Gott und Schöpfer, dem Herrn Jesus, und du deine ganzen bösen Sachen, was du in deinem Leben getan hast, vor ihm bringst und bereust, dann ist Wiedergeburt. Da gibt es nichts Besonderes. Das ist Wiedergeburt. Okay. Das wird sich dann zeigen, nächste Zeit, ne? Ob das wahrhaftig, ob du durchgedrungen bist jetzt. Oder nicht? Wenn man jetzt zum Beispiel wiedergeboren ist, ist man dann auch anfällig für dämonische Träume? Albträume und sowas, ja. Es kann auch sein, dass der Herr sowas noch erlaubt. Ja klar, Apostel Paulus, in 2. Korinther 12 hat er eben diese Probleme gehabt wegen Vorbeugung zu Hochmut. Und da hat der Herr ihm erlaubt, dass da ein Dämon ihn malträtiert. Okay. Weil ich muss immer vorm Schlafengehen beten. Wenn ich nicht vorm Schlafengehen bete, erstmal vergesse, werde ich
kommen sexuelle Träume oder irgendwelche Dämonen wollen mich fürchten. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob das heute genauso ist. Heute war klar. Ich werde schon beten, weil ich will halt nicht da meinen Samen vergießen. Ich höre von sowas erst einmal, wenn man nicht bittet, dann hat man schlechte Träume und irgendetwas. Also für mich hört sich das an, ob das so ein Bombe oder Knoten oder irgendwas, was du musst lösen. Also für sich selbst. Vielleicht nicht mal geistlich, vielleicht irgendwas mit Erleben, körperlich, ich weiß es nicht. Nana, da sind irgendwelche Türen offen, da hat irgendwie, glaube ich, der Teufel ein Anrecht bei mir, mich leiden zu lassen. Wenn der Teufel noch ein Anrecht hat auf dich und du spürst das, dann bist du noch nicht wiedergeboren. Okay. Wenn der Teufel aber kein Anrecht hat auf dich, dann bist du ein Kind Gottes. Oder hast du Gassenbestellung gemacht? Da musst du alle die Sachen, mit denen du hast Gassenbestellung gemacht, entfernen, von zu Hause wegschmeißen. Habe ich nicht. Ja, musst du überprüfen, angucken, das spürst du, innerlich spürst du, was dazu nicht gehört, das könnte auch von fremden Personen sein, die haben bei dir irgendwas liegen lassen und es ist noch bei dir zu Hause. Okay. Aber was haltet ihr von Taufe? Ist wichtig? Ja, wenn du mit dem Heiligen Geist jetzt getauft worden bist, wenn du alles richtig gemacht hast jetzt, dann hast du den Heiligen Geist empfangen und die Taufe mit dem Heiligen Geist, die ist wichtig. Die Taufe mit dem Wasser ist nur symbolisch. Okay. Ich halte, dass es ein Geheimnis, unter Wasser zu taufen. Man streitet sich, in welchen Namen man tauft. Heiliger Geist, Herr oder in was auch immer. Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich sage dir, du kannst es nicht auswählen, weil du bist in dem Moment unter Wasser. Und du weißt nicht, in welchem Namen oder in was. Das ist ein Geheimnis von Heiliger Geist. Du wirst es nie herausfinden. Das ist meine feste Überzeugung. Nee, also man sagte, ich taufe dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann wirst du unter Wasser getaucht, nachdem man diese Formel ausgesprochen hat. Ach so, ja. Ja, das mal auch so. Okay, vielleicht überbrücke ich, aber dachte, weil immer in Gemeinde bei den Allerheiligsten, da habe ich immer mit den Leuten Programm, weil es geht eigentlich die Geistertaufe, dann geht in Wassertaufe und dann, ich glaube, das Problem entzieht mich schon in weltliche Welt und das ist schon ein Problem, wenn das gar nicht mal in Gemeinde sein lassen, sondern es geht schon außen vor, im Vorhof. Das ist für mich ein großes Problem. Ja, die meisten Menschen, die meisten Christen messen zu viel Wert bei der Wassertaufe. Also Wassertaufe meine ich jetzt nicht das Titus 3, Wasserbad des Wortes Gottes, die Wiedergeburt, das Wasserbad im Wiedergeburt, sondern dieses falsche Wasserbad im See oder im Fluss, die Taufe. Diese Taufe ist nur symbolisch, die hat keine Wirkung. Aber die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass du in den Heiligen Geist getauft wirst, hineingetauft wirst und den Heiligen Geist empfängst und versiegelt wirst, die ist notwendig zur Errettung. Ohne die, also Taufe mit dem Heiligen Geist bist du nicht errettet. Und sie ist geistlich. Ja. Also musst mit dem Heiligen Geist getauft werden und versiegelt werden. Wenn du nur teilhaftig wirst, kannst du abfallen und das trotzdem bist du auch noch nicht mal errettet. Ob du abfällst oder nicht abfällst, du bist nicht errettet. Was heißt teilhaftig? Teilhaftig heißt eben nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Dass du schmeckst. Das ist so wie beim Essen. Etwas schmecken, kauen, aber dann wieder rausspucken. Du hast es nicht in dir aufgenommen. Okay. Dass das in dir hineingeht. Das, was man isst, geht da ein und dann wird das ja ein Teil in deinen Körper. Es geht da ne, als Energie in deinen ganzen Körper rein. Das ist so die Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn das in dich hineinkommt, dann nimmt es Besitz von deinem ganzen Körper. Und das spürt man auch eindeutig? Nein. Du spürst nur, dass dir die Sünden vergeben sind und dass du reingewaschen bist und dass du Kraft hast, jetzt ab jetzt gegen die Sünde zu widerstehen. Das spürst du. Das weißt du. Das Spüren hat das nichts zu tun. Du weißt, du hast diese Kraft des Heiligen Geistes. Du hast Kraft zu beten. Du hast Kraft, das Evangelium zu verkünden, was du vorher nicht hattest.
dann weißt du, jemand ist in mir, der mir die Kraft gibt, diese Dinge zu tun. Aha, okay. Ja, das kann ich auch bezeugen. Also auch in Situationen, wo ich sehr getrübt war im Geiste. Ja. Ich habe den Herrn immer verkündet, wenn es ein Gespräch gab, was eben in Religion reingegangen ist. Ne? Ja. Habe es den Herrn noch dort immer verkündet, obwohl ich so getrübt war im Geiste. Ja. Trotzdem in diesen Situationen immer, ich habe den Herrn bekannt. Ne? Ja. Das ist ein Zeichen dafür, dass man die Kraft des Heiligen Geistes hat, das Fleischliche zu überwinden. Ja, und das ist absolut nur durch den Heiligen Geist, weil ich weiß noch, wo ich nicht wiedergeboren war. Da konnte ich ja nicht mal den Herr nennen. Ja, hast du keine Kraft gehabt, keine Lust gehabt wahrscheinlich, ne? Also keine Lust, also zum Teil Angst vor, dass Leute irgendwie auf mich herabsehen, also komplett Kraft. Ja. Ich kann dich nachvollziehen. Geburt, das war komplett anders. Bei mir ist das so. Nach der Wiedergeburt, da habe ich zum Beispiel sogar, da war mir egal, mit wem ich da rede, da ich habe da mit Leuten, also Sympathisanten vom Islamischen Staat, mit denen geredet, habe denen gesagt, dass Jesus Gott ist, und das hat mich nicht die Bohne interessiert. Einfach, ja, weil es in meinem Herzen Freude ausgegossen hat, den Herrn zu bekennen noch. Ja, wunderbar. Das ist sehr schön, ja. Das war dieser Unterschied, und ich, ja, das kann ich absolut bezeugen, weil wo ich nicht wiedergeboren war, da konnte ich ja gar nichts. Ja, keine, so ist die Frucht, nichts. Und daran sehe ich auch, dass keine Frucht von mir kommt. Das ist alles Früchte des Heiligen Geistes. So sieht's aus. Amen. So das kann ich aus bezeugen. Und das ist ein Zeugnis für den Herrn. Alles kommt vom Herrn und nicht von uns. Ja, ja. Ich muss dir, wenn das gleich noch in Ordnung ist, ich musste gleich noch was Privates sagen, das ist so heftig, dass du bist, also ich kann das dir nicht sagen, aber das ist extrem heftig, du wirst extrem geschockt sein. Ich war auch geschockt. Oh Mann. Also du wirst selber sagen, das ist dann auch wieder eine Zucht und eine Strafe vom Herrn. Ich habe auch eine Aufnahme. Ich will das jetzt auch nicht ansprechen, aber du bist geschockt einfach, was du da sehen wirst. Das ist wirklich, das ist einfach nicht mehr normal. Man sieht das einfach. Oh Mann, ja, kannst du mich schicken, aber ich werde mir das erst morgen angucken, weil ich will noch normal schlafen heute. Ja. Ja, wollen wir dann den Stream beenden? Ja, also ich muss jetzt auch wirklich schlafen, ich muss morgen früh raus. Ihr Lieben, Gottes Segen euch allen. Gottes Segen, kann ich ganz kurz einmal durchgehen? Ja, Gottes Segen. Gottes Segen. Auf jeden Fall, Gottes Segen, Leute, und nimmt den Herrn an, kommt zu den Herrn Jesus Christus. Geht doch einfach mal aufrichtig auf eure Knie und fragt doch mal einmal Gott, wer bist du? Einfach mal jetzt, einfach mal, wer ein aufrichtiges Herz von euch da draußen hat, gerade an die ganzen Zuschauer, der den Herrn noch nicht angenommen hat. Geh doch mal einfach mal auf deine Knie und frag doch Gott, Gott, gibt es dich? Welcher Gott bist du und wie werde ich gerettet? Einfach mal diese Frage stellen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Das verspreche ich euch. Und wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. So, Bruder Reza, kann ich ganz kurz noch einmal anrufen? Ja, okay, machen wir das. Gottes Segen dann. Und dann. Gottes Segen euch allen, der Herr Jesus behüte euch allen. Amen. So. Wollt ihr noch was sagen? Wollt ihr noch was sagen? Axel, willst du noch was sagen? Nein, danke. Gottes Segen an alle. Gottes Segen.